Umringt von hohen Bergen liegt friedlich das Bergdorf. Einst gab es hier die ertragreichsten Minen des Landes und die besten Schmiede hatten sich hier angesiedelt. Doch diese Zeit scheint längst vergangen. Und so bekomme ich vom König den Auftrag, das Dorf auszubauen und zu altem Glanz zurückzuführen. Doch der Weg ist alles andere als einfach, denn es warten bereits viele Abenteuer, die es zu bestehen gilt. Während ich das Dorf Stück für Stück ausbaue, muss ich mich mit Wegelagerern herumschlagen, Bestien bekämpfen, Steuern eintreiben, die Seuche überleben, den Ansturm der Räuber standhalten und vieles mehr. Wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Herzlich willkommen zu Minecraft Dorf. Ja, was hat es mit Minecraft Dorf auf sich? Wir haben hier mal wieder einen Briefkasten für das Bergdorf und wir haben ein rotes Ausrufezeichen. Das schauen wir uns gleich an, würde ich sagen. Zuallererst checken wir die Post. Und wir haben den Auftrag des Königs. Diese Nachricht kommt vom königlichen Boten. Hebel nach unten, Post haben wir rausgeholt. Dann lesen wir doch mal. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Das Bergdorf war bekannt für die besten und ertragreichsten Minen. Auch Schmiede waren einst hier ansässig und produzierten die Ausrüstung der königlichen Truppen. Seither hat sich viel verändert. Und das Dorf ist lange nicht mehr, was es einst war. Helft, das Dorf wieder zu altem Glanz zurückzubringen und der Dank des Königs sei euch sicher. Sucht euch ein Haus, in dem ihr wohnen könnt und passt es nach euren Vorstellungen an. Sobald ihr einen Platz zum Schlafen habt, kümmert euch um ein anständiges Lager. Wenn die Aufgaben erledigt sind, erkläre ich euch gerne das Steuersystem, an dem auch ihr euren Anteil verdienen sollt. Und bevor ich es vergesse, ein Dieb hat die Dorfglocke geklaut. Macht ihn ausfindig und bringt die Glocke zurück. Ihr hört von mir, der Bote. Das ist also die Aufgabe des Königs? Wir sollen das Dorf zu neuem Glanz zurückführen? Und sind wir mal ehrlich, wenn wir uns das so anschauen, dann hat es auch bitter ein bisschen Hilfe nötig. Und wer wäre da nicht am besten geeignet als Crocodile Andy, der Freund aller Minecrafter, Baumeister und ihr? Bevor ich allerdings überschwänglich losdüse, mir das Dorf anschaue, alles erkunde und dann wieder hier zurücklaufe, öffnen wir zuerst die Truhe und haben königliche Gabe für Kroko. Ausrüstung. Okay. So, wer sich wundert, was hier unten im Inventar herumschwirrt schon die ganze Zeit, das habe ich aus dem letzten Projekt Minecraft Farm mitgenommen, in dem ich eine ganze wunderschöne Farm aufgebaut habe. Für meinen Opa, versteht sich, und Opa hat mir unter anderem diesen wunderbaren Bogen vermacht. Was ich nicht hatte, ist diese wunderbare Ausrüstung, die ich jetzt in mein Inventar nehme und sogar ein paar Blöcke. Der König weiß, was man braucht. Schritt Nummer 1, den wir eigentlich tun sollten. Ich weiß gar nicht, warum auf Nummer 1 Lager, ja doch, Lager ist immer am wichtigsten. Aber sind wir mal ehrlich, die Treppen und Wege hier könnten auch ein kleines Makeover gebrauchen. Bienen gibt's auch hier. Ich sehe sehr, sehr wenig Bäume. Hier ist einer, da ist auch einer. Also Holz wird erstmal, ja gut, wir haben 2 Stacks, Gott sei Dank. Aber das wird gar nicht so leicht sein. Und der Baum ist auch noch schwer bewacht. Wir müssen uns ein schönes Haus suchen, wo wir auch ein bisschen dann den Überblick über das Dorf haben, was wir bauen. So, wir gehen jetzt mal hier runter und kommen an den Marktplatz. Hier stand die Dorfglocke. Ihr habt es mitbekommen, wir haben eine kleine Quest nebenbei, wie es ausschaut. Wir müssen eine Dorfglocke holen. Oh, aber wir sollten unbedingt mal das Auftragsbuch anschauen. Wir haben nämlich hier hinten klar nochmal die Aufträge aufgelistet. Wohnhaus, baue ein Lager, finde den Dieb. 3 Aufgaben für heute. Hört sich ziemlich machbar an. Fangen wir mal mit der Diebessuche kurz an, weil ich meine, vielleicht hat er Spuren hinterlassen? Boah, böse Spuren kommen da raus. Das ist definitiv ein Loch, was es zu reparieren gilt. Und nicht springen. Okay, den ersten Feind des Dorfes haben wir besiegt und wir wissen auch gleich, ausleuchten. Okay, lasst uns mal ein Stückchen dahinter gehen und das Dorf von oben betrachten. Oh weia, ey, die Sonne ist schon ganz schön vorangeschritten, aber in dem Dorf sind so viele Betten, da finden wir sicher Ruhe für heute Nacht. Ich hätte mal das rote Ausrufezeichen abbauen sollen. Wo lassen wir uns denn am besten nieder? Das ist ein schönes Haus, da schauen wir gleich hin. Das gefällt mir auch, das ist ein bisschen größer. Was haben wir hier? Da ist ein Buchständer, wohnt da? Oh, da wohnt ja, das war das Haus von Lars und hier ist tatsächlich ein Brief. Gut, dann gehen wir Brief, nein, bevor wir Brief lesen, wollte ich einmal kurz die 2 Häuschen hier auschecken, weil die haben mir auch gefallen. Leute, werft einen Blick auf dieses Dorf. Das wird nicht mehr wiederzuerkennen sein, wenn wir damit fertig sind. Wartet's ab. Okay, alle finden es schön groß. Oh, sogar 2 Betten. Ach, noch dürfen wir nicht schlafen. Haben wir hier Rathaus. Vorübergehend geschlossen. Da kommen wir vielleicht später dazu. Okay, dann lassen wir das mal vorübergehend geschlossen, mischen uns da nicht ein und hoffen, dass wir jetzt schlafen können. Ey, das ist unsere erste Nacht im Bergdorf. Rein da. Wenn wir jetzt nicht die schönsten Sonnenaufgänge haben. Wow.
herzlich willkommen zum zweiten Tag im Bergdorf. Die Sonne geht, ach, ist das schön, hier hinter den Bergen auf und es regnet. Also eine Sache lernt man hier definitiv. Dann lass es Parcours. Die Weizenvorräte hier müssten vielleicht auch mal in ein Silo gebracht werden. Na, dann lesen wir mal, was hier geschrieben steht. Hallöchen, Kroko. Ich habe gehört, du baust jetzt das Bergdorf aus. Das ist doch wirklich notwendig. Du kannst gerne mein Haus haben. Ich bin sowieso nicht so der sesshafte Typ. Ich wünsche dir viel Erfolg und ciao mit V. Oh, Lars überlässt uns sein Haus. Das ist mal definitiv eine willkommene Nachricht. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir mit der Aufgabe noch nicht fertig sind. Ich vermute mal schwer, wir müssen noch ein bisschen Hand anlegen. Und das machen wir, trotz schlechtem Wetter, direkt. Das ist unser kleines, feines Wohnhaus. Ein Kamin. Noch qualmt er nicht. Vielleicht kommt er später noch. Aber an sich ganz süß und es steht halt einfach noch voll im Dschungel gefühlt. Und ich habe gerade schon auf der Suche nach Stein unten die Höhle ein bisschen aufgeräumt. Denn das wird definitiv ein Weg nach hier oben werden. Wenn wir hier einen schönen Weg reinbauen, dann können wir hier runtergehen und kommen vorne am Marktplatz wieder raus. Jetzt, wo es Nacht wird, gehen wir natürlich über die kleine süße Veranda hier nach innen ins Haus, schließen die Tür unter uns, haben hier drüben so einen kleinen Arbeitsbereich. Viel Lager brauchen wir nicht. Unsere nächste Aufgabe lautet ja unter anderem, baue ein Lager. Das heißt, hier brauchen wir nur so ein bisschen unsere eigenen Dinge, unsere persönlichen Sachen und jetzt halt zwischenzeitlich ein bisschen Krusch, bis wir das Lager haben. Hier oben habe ich nur ein Bett bisher. Mal schauen, für was wir den Platz hier noch nutzen können. Und diesmal haben wir ein Fenster Richtung Osten, um jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht, hinausschauen zu können. Guten Morgen! Was auch immer die zwei auf dem Dach machen, wir haben nichts gesehen. Die Sonne sieht einfach wunderschön aus. Aber jetzt machen wir uns ein bisschen weiter an die Arbeit. Während ich den Weg hier gerade gebaut habe, habe ich echt immer und immer wieder Kohle und so gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt Fackeln machen und die Umgebung ein bisschen ausleuchten. Dann ist es nämlich in dem Dorf nachts nur noch halb so gefährlich. Ja, jetzt habe ich schon den Großteil ausgeleuchtet. Ich würde mich noch in die ein oder andere Ecke vorwagen. Da kam vorher der Creeper raus. Oh, da ist wieder Kohle. Nice. Und wer ist da? Oh, schaut mal, da hat sich ein Fuchs rein verirrt. Hallo, Fuchsi. Was? Hast du etwa... Hast du etwa die Glocke im Mund und kommst da nicht mehr raus? Weißt du was? Ich helfe dir da raus, aber nur, wenn du mir die Glocke gibst. Hm? Haben wir einen Deal? Schau mal, du kriegst auch was Besseres von mir. Yes. Und dann hole ich mir die gute Glocke. Und schau mal. Du darfst auch schon raus. Mach's gut. Ey, mega Erfolg. Lampe anbringen, dann spawnt hier hoffentlich nichts mehr. Und dann die Glocke an den Marktplatz bringen. Hier stand die Dorfglocke. Hier steht die Dorfglocke. Nice. Und die Aufgabe auch erfüllt. Das war gar nicht so kompliziert. Schau ich mal, hier vorne hatte ich, glaube ich, vorhin schon ausgeleuchtet. Ja. Und da... Oh, unser erstes Eisen. Das ist ja eine Schatzmine. Ey, wie gut. Wie gut ist das bitte? Eisen und Kohle ohne Ende einfach. Das ist gut. Den Stollen hier merke ich mir. Wir müssen nämlich jetzt der nächsten Aufgabe unbedingt nachkommen. Ja, ins Bettchen legen ist definitiv auch eine Aufgabe. Aber das Bauen des Lagers. Und da müssen wir uns einen Platz suchen. Denn sobald wir es geschafft haben, das Lager zu bauen, dann wird uns das Steuersystem verraten. Und da bin ich schon ein bisschen neugierig drauf, wie der König seine Steuern abzwackt, beziehungsweise wie hoch die Steuern sind und was wir damit machen können. So, ich habe mich am Marktplatz eingefunden und dort oben habe ich mir überlegt, fände ich gut, wenn das Lager hingeht. Jetzt lasst mich mal ganz kurz überlegen, wir können eigentlich hier mit einer Treppe anfangen. Und schon kommt man vom Marktplatz, nämlich hier auf das Plateau, wo ich unser Lager errichten möchte. Und ich glaube, so leid es mir tut, aber dieses Haus muss weg. Und damit wäre es geschafft. So einfach war das Haus weg. Und jetzt sieht man hier auch ein bisschen schönes Gelände, wie das hier so aussieht. Da kann man sicher auch wieder was draus machen, wenn man da so ein bisschen geordnet vorgeht. Vielleicht müssen wir später hier auch noch eine Mauer hinmachen. Fürs Erste passe ich nur mal so ein paar Ecken schon an, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wo was auch schön Platz hat. Und da steht es, das Lager.
offen gehalten. Da kommen natürlich Stück für Stück mehr Truhen rein. Im Moment hat das Holz exakt gereicht. Ich habe den einen Baum noch gefällt, habe versucht, zwei neue zu züchten, die noch nicht wachsen wollen. Aber ansonsten hat das Holz exakt gereicht. Ein bisschen getrickst habe ich, würde ich sagen, hier mit ein paar Elementen. Aber an sich hat es erstmal funktioniert. Ja, Lager ist damit ebenfalls fertig. Ihr habt gesehen, Aufgabe haben wir auch erledigt. Jetzt, glaube ich, können wir uns an die Steuern machen. Was ich mich jetzt frage ist, wir haben die Aufgaben erledigt. Wo finde ich jetzt den Botschafter wieder, dass ich das Thema Steuern mit ihm angehen kann? Oh, und ich glaube, ich erkenne da schon etwas. Ich war gerade auf dem Weg hier rauf, weil ich dieses Ausrufezeichen noch entfernen wollte. Und siehe da, es gibt ein neues. Komme ich da überhaupt hin, um das wegzumachen? Das hat funktioniert. Oh, ist das schön, wenn es schneit. Leider schneit es nur hier oben und da unten regnet es wieder. Gehen wir zu dem anderen Ausrufezeichen und schauen wir uns an, was es mit den Steuern auf sich hat. Das Rathaus. Ist es eigentlich jetzt Nacht oder nur dunkel? Ich glaube, es ist auch Nacht. Ich schlafe noch einmal, bevor ich ins Rathaus gehe. Einen wunderschönen guten Morgen mal wieder. Marschieren wir direkt ins Rathaus und informieren uns über die Steuerlage. Aktuell haben wir 13 Einwohner, so viel verstehe ich. Kiste und wir haben Notizen. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Die ersten Aufgaben habt ihr gut gemeistert. Ich hoffe, ihr fühlt euch schon ein wenig zu Hause hier im Dorf. Das Steuersystem hilft euch, die nötigen Mittel für den Ausbau des Dorfes zusammenzubekommen. Jeder Dorfbewohner zahlt dir pro Tag einen Emerald. 20% gehen in eure private Tasche für Ausrüstung und ähnliches. 50% sollt ihr vorerst für den Dorfausbau verwenden. Und 30% schickt ihr bitte an König Quadratisch. Zum Abholen der Einnahmen öffnet einfach die Kiste hier. Ihr hört von mir, der Bote. Das war ja klar und verständlich. Kiste aufmachen und Steuern kassieren. Oh, da sind noch Steuern vom letzten Mal drinnen und 13 weitere. Das heißt, wieso auch immer, haben wir schon 19. Manchmal muss man nehmen, was man kriegen kann. Und jetzt habe ich genau aufgepasst. Oh, es gibt sogar noch eine vierte Seite. Ja, lass uns erstmal die vierte anschauen. Die Steuerverteilung. Dann brauche ich es vorne gar nicht nachlesen. 20% an GroKo, 15% für den Dorf, 50% für den Dorfaufbau und 30% an König Quadratisch. Wenn es denn exakt 20 wäre, wäre es ziemlich leicht zu machen. 20% wären 4 an den GroKo, 30% wären 6 an König Quadratisch und 10 fürs Dorf, sind aber nur 9. Wisst ihr was? Wir wollen ja das Dorf nicht zu kurz kommen lassen. In meine Tasche gehen nur 3 Stück. König Quadratisch kriegt 6 und die 10 bleiben hier in dem Dorfkasse für die nächsten Ausgabebeziehungen. Ja doch, das machen wir. Die lassen wir hier für das Dorf, lassen wir hier in der Kasse drin. Das ist sicher nicht verkehrt. Ich schmeiß die Emeralds für den König oben in den Briefkasten rein. 6 Stück für König Quadratisch. 3 für mich. Da kann ich mir schon die erste Eisenaxt kaufen. Die Sonne ist schon ein bisschen vorangeschritten. Ich habe auch schon etwas erledigt. Ich habe oben eine Kiste hingestellt, habe mein Buch aufgeräumt und würde mich jetzt schnell und flink ans Holzfällen machen. Denn Holz ist aktuell ein bisschen Mangelware bei uns. Und sobald wir dann Holzfällen waren, checken wir die Post hier oben aus. Ich kann mich jetzt nicht durchringen, hier zu warten, bis die ganzen Blätter verschwunden sind. Deswegen machen wir uns schon mal auf Richtung Briefkasten und holen uns die heutigen Aufgaben ab. Der Briefkasten Bergdorf enthält einen Auftrag des Königs. Wunderbar. Und einen Creeper, der mir schon mal einen Schrecken eingejagt hat vom Feinsten. Boah, das war ja ein Attentat fast schon. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Kümmert euch heute bitte um die Infrastruktur im Dorf. Alle Bewohner müssen in ihre Häuser kommen. Sollte es nicht genug Unterkünfte geben, baut bitte noch weitere. Jeder Bewohner braucht ein Bett und eine Kiste. Der König bedankt sich für die ersten Steuern und schickt euch seine besten Wünsche in Form einer Möbellieferung. Macht weiter so, ihr hört von mir, der Bote. Okay, wir haben also wieder ein paar Aufgaben, die schauen wir uns gleich genauer an. Es hieß nur irgendwie Möbellieferung. Was haben wir hier? Betten. Das ist perfekt. Das ist, der König weiß, was man braucht am Anfang. Wir müssen jedem Dorfbewohner, wie ich das verstanden habe, ein Bett und eine Kiste bauen. Gut, dass wir mit Möbeln ausgestattet wurden. Vielleicht hätte er noch ein paar Kisten liefern können, weil Holz haben wir auch nicht so viel. Naja, wir müssen ja auch Dinge selber machen. Und ich freue mich, dass wir die Straßen ausbauen dürfen. Das ist ja katastrophal. Wir blättern auf die letzte Seite, um uns unsere Aufgaben anzuschauen. Neue Straßen und genug Wohnhäuser. Einfach und übersichtlich. Und es ist ja wohl eindeutig klar, womit wir anfangen. Dieses Straßennetz nervt unglaublich. Und vor allem müssen wir uns auch diesen Bereich hier anschauen. Ja, was macht ihr eigentlich? Was ist eigentlich euer Plan hier? Geht mal runter vom Dach. Wir müssen das irgendwie so umbauen, dass sie nicht mehr aufs Dach können. Das ist Aufgabe Nummer 1, definitiv. Und das ist mein Haus.
Ich hoffe, dass sie jetzt da nicht mehr runterspringen, weil sonst muss ich das komplette Haus umbauen. Das ist ja katastrophal. Und wie hier Weizen gelagert wird, ist auch katastrophal. Ihr seht schon, wir haben ultra viel Arbeit hier zu tun, gerade mit den Wegen. Wenn du Minecraft Dorf liebst, dann solltest du die Augen offen halten. Denn ab dem 12. September kannst du dir bereits den exklusiven Minecraft Dorf Schokoladen-Adventskalender sichern. Einfach auf lolingo.de/crocodileandy. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn du ihn nicht wegen mir holst, dann kann dich vielleicht Erna überzeugen. Der erste Teil der Wege ist gebaut und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so leicht, die Dorfbewohner im Griff zu behalten. Und ich glaube echt, dass die sich ein bisschen an diesen Wegen orientieren. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus, denn der hier, der wollte prinzipiell immer abhauen. Der war erst ganz da oben und dann war er ganz da hinten. Jetzt habe ich die ganzen Wege hier weggemacht, ihm hier ein Fass hingestellt, jetzt scheint er glücklich zu sein. Die größte Kunst wird es werden, dass ich alle Dorfbewohner am Leben lasse oder am Leben halte. Der Teil ist auch geschafft. Jetzt muss ich mich wohl oder übel nach oben wagen. Und das wird nochmal tricky. Da muss ich mir jetzt erstmal überlegen, wo ist eigentlich die Hauptstrecke, die nach oben führt. Ist das die hier? Und von hier dann nach links? Weil hier steht ja gar nichts mehr. Und die Wege hier, die muss ich komplett alle loswerden. Und das mache ich immer mit der Hake. Ich glaube, das ist einfach die beste Methode. Die Felder trocknen irgendwann aus und werden zu Erde. Und ich muss nicht jeden Block abbauen. Wetter ist wieder schön, den Weg nach hier oben habe ich gekappt, da wird früher oder später dann auch noch Schnee liegen. Das wird sich von automatisch schön machen. Jetzt ist der Weg hier dran. Ich mache erstmal den oberen Bereich. Ich glaube, wir fangen hier an. Reicht uns das? Ja. Prinzipiell finde ich es eigentlich schöner, wenn die Treppen nur zwei breit sind. Gut, wir kommen hier runter. Der Weg muss noch weg. Was weiß ich, was den Dorfbewohnern da sonst einfällt. Ich möchte hier eigentlich nicht ganz gerade die Treppe raufbauen, sondern so leicht schräg. Ich glaube, das schaut dann besser aus, als wenn wir hier so eine super lange Treppe haben. Bevor ich das aber mache, dachte ich mir, ist doch mal, gönnen wir uns doch etwas Schönes zwischendurch und holen uns mal Steuern ab. Ins Rathaus, 13 Einwohner. What? 65 Emerald. Das ist ziemlich nice. 32 sind safe fürs Dorf. Dann gehen 20 Stück an den König Quadratisch und 13 in meine eigene Tasche. Es wird schon wieder Nacht, aber meines Wissens sind jetzt alle Häuser angebunden. Und hier finde ich den Punkt hier finde ich jetzt genial. Schaut mal, man kommt nämlich jetzt hier runter ins Dorf. Und hier kommt man auch runter ins Dorf, aber über das Rathaus. Und das finde ich gut, weil das Rathaus wird früher oder später wahrscheinlich schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt vielleicht. Klar, das braucht ein Makeover, aber ich vermute mal, da wird früher oder später ein Auftrag kommen. Und hier kommen wir dann runter. Ich finde das finde ich ganz gut. Ich mag das jetzt, dass wir die Wege so ein bisschen verknüpfen. Und da muss auch noch deutlich mehr passieren, aber fürs Erste ist die Grundstruktur erledigt. Und ihr habt ja auch gesehen, Aufgabe habe ich auch schon abgeschlossen. Insofern, na, gilt das. König wird wohl zufrieden sein. Ich renne hier vorbei und vorbei. Der Hebel ist oben. Habe ich den vergessen? Oder ist schon wieder ein Brief da? Schatzsuche von Lady Croco? Und eine Map? Yay! Das nehme ich mal eben an mich. Und dann hauen wir uns ins Bett und lesen, was Lady Croco schreibt. Wir brauchen auch noch ein Schlafzimmer im Rathaus. Vorerst schlafen wir echt überall. Bloß nicht verraten. Hallo Schatz, ich habe heute in der Kneipe um die Ecke eine Schatzkarte geschenkt bekommen. Der Trunkenbold meinte, sie sei wertlos. Er war schon da und es gäbe gar keinen Schatz. Der Ort scheint aber bei dir um die Ecke zu sein. Vielleicht magst du einmal nachschauen. Ich hab dich lieb und bis bald. Lady Croco. Alles klar, eine neue Aufgabe, eine Schatzsuche. Und das ist die Schatzmap. Bei mir um die Ecke, sagt sie. Wir müssen, in welche Richtung müssen wir denn? Norden, Nordwesten, also in diese Richtung müssen wir. Wir können einen Schatz heben. Hey, also, was heißt, wir können einen Schatz heben? Der Trunkenbold meinte, sie sei wertlos. Er war schon da und es gäbe gar keinen Schatz. Vielleicht werde ich hier auch nur auf eine Reise geschickt, wo gar nichts... Nein, Lady Crew hat da ein Gespür dafür. Wir werden sicher einen Schatz finden. Ich rüste mich mal eben ein bisschen aus, weil so werde ich nicht in ein Abenteuer aufbrechen, wo ich nicht weiß, wo mich das hinführt. Unser erstes Eisen aus dem Ofen raus und dann machen wir ein Schild. Das ist so eins der wichtigsten Gegenstände, wenn man sich in den Kampf stürzt. Buch habe ich, Schatzkarte habe ich, Fackeln habe ich, Ausrüstung habe ich, Essen habe ich noch. Das bringen wir schnell und fix zurück, denn das sind die Steuern für den guten König Quadratisch. Wie ist der schon wieder aufs Dach gekommen? Nein, 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 nein.
Ja, ich frag dich, wie? Ja, ich sehe schon, das wird ein Haus. Da muss eine Treppe rauf und runter führen, weil die ständig meinen, da rauflaufen zu müssen. So, Kollege, hier kannst du runter. Such dir mal einen Job, bitte. Was ich eigentlich tun wollte, war mein Erspartes hier reinlegen und den Bogen vom Opa an mich nehmen. Und vielleicht gehen wir uns doch noch das ein oder andere Ausrüstungsteil kaufen, damit wir besser gewappnet sind. Wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. 25 kostet uns... Ja, wir machen den Eisen. Wir holen uns das Eisenschwert. Guten Morgen, es ist Schatzsuchtag. Ich bin ausgerüstet, Bogenschwert etc. Dann schauen wir uns mal die Karte genauer an. Wir hatten ja schon die Richtung ungefähr bestimmt. Oh, jetzt sehen wir uns sogar. Schaut mal, unser Haus ist drauf. Nord, eher Richtung Westen. Ab in die Berge. Ja, da machen wir das. Ey, König der Welt. Naja, nicht ganz, es gibt noch höhere Berge. Okay, und jetzt ein bisschen so. Ich stehe direkt drüber. Oh, eine Falle. Ja, und jetzt? Ist das vielleicht ein Kreuz? Das sieht eher aus wie Blut. Nicht hier drunter buddeln? Nein. Also, wenn ich mir das so genau überlege, bin ich wahrscheinlich genau an der Stelle, an dem der andere, der Trunkenbold, gesucht hatte. Und befinde mich exakt auf dem X. Oh, wisst ihr, was noch möglich ist? Das kann ja auch theoretisch tief, kann ja auch in der Höhle sein, theoretisch. Ich schau mal, ob ich irgendwo hier, in der Nähe eine Höhle finde. Schauen wir erstmal zu dem See rüber. Nee, jetzt sind wir schon viel zu weit weg von der Karte. Aber hier sind eine Menge Fische. Nein, wir sind hier falsch. Versuchen wir noch die andere Richtung. Jetzt sind wir nämlich, ja, wir sind auf der Karte wieder zu sehen. Hier irgendwo nach unten reinkommen. Das sieht doch fast so aus, als hätten wir was entdeckt. Wenn das nicht so aussieht, als wären wir hier genau richtig. Rein in so eine Höhle ist immer nicht das Problem. Raus, wenn dich dann die Skelette aus dem Wasserfall schießen. Boah, ist die groß. Okay, das Eisen möchte ich mir nicht ganz entgehen lassen. Dann, ob ein Schatz da ist oder nicht, ist mir dann wurscht, dann haben wir schon mal Eisen. Wir sind hier. In die Richtung wäre das Kreuz. Okay. Wir müssen in diese Richtung. Aber wir befinden uns jetzt exakt auf dem X. Wir holen uns das Eisen da hinten auch gleich noch. Aber lasst uns erstmal hier... Oh ne, da sollte ich jetzt nicht rein. Falle ich einfach rein. Das ist eine Geode. Da gibt es sogar Amethysten und so. Yes! Nice! Ey, muss ich jetzt mich da echt... Ne, wir stürzen uns da jetzt nicht von oben rein. Wir machen uns da einen Weg von der Seite. Okay. Hallo. Ist das eine Falle? Nee. Nice! Ey, wer war denn da? 14 und 9 macht 23 und 3-mal Ohr. Nice, sogar eine Glocke. Eine goldene Rüstung kann man sich... Gut, okay. Das sind ein paar Andenkensgegenstände. Endgut. Ey, wenn sich das nicht rentiert hat. So viel Steuern müssen wir erstmal verdienen. Geht das in die private Kasse? Wir erzählen einfach mal niemandem was von unserem Fund, würde ich sagen. Ich gebe jetzt mal meine Schätze hier ab und ich mache den Block mal zu Emeralds. Ich gehe mal davon aus, dass wir das behalten können. Den Rest, das weiß ich ja nie, das behalten wir mal, den ziehen wir gleich an. Komm, besser wie gar nichts. Ich beginne meine Reise im Rathaus, bei dem ich mal wieder Steuern kassiere. Boah, 52, die sortiere ich nachher nochmal. Jetzt schauen wir, ob wir 13 Betten und 13 Unterkünfte finden. Du wohnst nicht... Alter, ist der lebensmüde? Fangen wir ganz oben auf dem Berg an. Wir haben dieses Haus hier, Bett Nummer 1. Im Iglo, Bett Nummer 2. Hier befindet sich aktuell kein Bett. 3, 4, 5, dann hier rauf, nein, 6, da hinten weiß ich, ist keins drinnen. Dann haben wir hier 7, 8 und im Rathaus war nichts. Das heißt, wir haben 8 Betten für 13 Leute, das heißt, 5 Stück müssen wir nochmal unterbringen. Solltet ihr jetzt nicht alles ganz genau mitbekommen haben, ist das kein Problem. Ihr bekommt einen Überblick. Einmal hier oben. Dann natürlich im Iglo, in dem Haus hier am Hang. Natürlich in meinem Haus, aber das ist mein eigenes. Das Haus hier unten, das Haus hinter der Schmiede, das Haus unten am Marktplatz. Und hier befinden sich sogar 2 Betten drinnen. Das sind alle 8 Betten. Okay, wir wissen, wo alles Betten drin sind und werden jetzt schauen, wo wir noch weitere 5 Betten unterbringen. Oder wir müssen einfach noch 1-2 Häuser bauen. Ich habe natürlich vorgesorgt. Für den Fall, dass wir Häuser bauen müssen... Fange ich schon mal an, ein bisschen Holz zu sammeln nebenbei. In der Metzgerei sind 3 Leute, die haben alle keine Betten,
kriegen sie auch, also in dem Haus definitiv nicht. Den müssen wir irgendwo anders unterbringen. Da ist eins drin, da machen wir nicht noch eins rein. Hier oben in die Schmiede würde ich tatsächlich ein Bett noch unterbringen. Das bauen wir um. Dafür begebe ich mich mal eben kurz ins Lager und schnappe mir die Betten, ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Dann bauen wir hier ein bisschen um und ich weiß, dass wir dieses Element hier nicht brauchen. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Brauchen wir, okay. Der bekommt den Schmiedetisch jetzt hier reingesetzt. Dort befindet sich das Bett. Der bekommt eine Kiste neben das Kopfkissen. Und schon ist die Schmiede fürs erste Mal eingerichtet. Der braucht kein Stein-Ikea-Sofa. Was der braucht, ist eine Kiste. Gleiches gilt für den hier am Marktplatz. Nummer 3, abgehakt. Dorfbewohner Nummer 4, hier passt alles. Nummer 5, ebenfalls. Dem im Iglo, dem fehlt noch eine Truhe. 6, 7, da muss noch was Entsprechendes hin. Das wäre ja theoretisch Nummer 8. Lassen wir dem das Zeug? Nee, das nehmen, räumen wir hier raus. Das kann er sicher nicht gebrauchen. Nummer 9, Nummer 10. Nummer 11 braucht ein Bett, die braucht kein Wasserbecken hier drinnen. Dann fehlen noch 12 und 13. Und da bauen wir kleine Häuschen für, würde ich sagen. Zwei Stück, zwei so kleine wie die hier. Und jetzt noch zack und zack. Fertig. Einfach, perfekter Dorfstyle. Und ja, ich werde in diesem Dorfstil bleiben. Stück für Stück kleine Änderungen machen, aber an sich behalten wir den Minecraft-Dorf-Stil und machen ein schönes Minecraft-Dorf. Dieses Haus steht jetzt auch und wir schließen die Aufgabe ab, indem wir hier ein Bett platzieren und da eine Kiste. Aufgabe erledigt. Und ihr merkt jetzt schon, so ganz einfach scheint es wohl doch nicht zu sein. Mehr Dorfbewohner, gleich mehr Steuern. Wir müssen die hier alle unterbringen. Aber mein Ziel wäre es schon, auf Dauer ein größeres Dorf mit mehr Leuten zu bekommen, um auch mehr Steuern zu kassieren. Und ein kleines persönliches Ziel, das ich habe, befindet sich hier. Ich möchte die guten Burschen hier so lange hochtraden, bis ich an farbigen Terrakotta komme. Denn dann können wir diesem Dorf einen ganz anderen, schönen, neuen, farbigen Glanz verleihen, den ich mir sehr wünschen würde. Der Hebel ist oben, wir haben neue Post. Bevor wir allerdings die Post holen, würde ich doch gerne hier einen klitzekleinen Weg anlegen. Und das heißt, dass wir auch die Kante wieder anpassen müssen. Jetzt haben wir nämlich so einen kleinen Rundweg schon. Wir kommen hier rauf, können an unserem Haus vorbeigehen und hier hinüber und hoch zum Briefkasten. Und dann wollen wir doch gleich mal schauen, wer uns geschrieben hat. Oh, wir haben heute zweimal Post. Unseren Auftrag vom König, wie erwartet. Und wer schreibt noch? Opa Kroko. Aber wir wissen alle, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Insofern lesen wir erstmal den Brief vom Boten. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Einst floss durch dieses Tal ein breiter Fluss, aber aus irgendeinem Grund scheint der Wasserfall im Osten direkt im Boden zu versickern. Nutzt euer Wissen, um den Fluss wieder zum Leben zu erwecken. Wir benötigen die Wasserkraft, um in Zukunft unsere Schmiedehammer zu betreiben. Sobald der Fluss wieder fließt, kümmert euch bitte um ein Vorratslager und schafft die ersten Nahrungsvorräte heran. Ihr hört von mir, der Bote. Alles klar, wir haben wieder was dazugelernt. Es gibt einen Fluss, das müssen wir uns mal direkt anschauen. Es ist definitiv dieser Wasserfall hier gemeint und das ist wahrscheinlich der ausgetrocknete Fluss. Ich meine, mittlerweile ist er schön grün und nicht verdörrt und gar nichts, aber es ist halt kein Wasser drinnen. Und die Wasserkraft wird in Zukunft benötigt, um die Schmiede zu betreiben. Wir müssen wahrscheinlich dann eine Schmiede mit Mühlrad etc. Auf den Auftrag freue ich mich schon. Machen wir aber eins nach dem anderen und bringen unser Auftragsbuch in unser Zuhause. Unsere heutigen Aufgaben, der versiegte Fluss, Vorratslager und Nahrungsvorräte. Spaß beiseite, wie komme ich denn an Nahrungsvorräte? Opa hat mir geschrieben, vielleicht kommen wir zur Farm, vielleicht weiß Opa was. Wisst ihr was? Wir lesen das. Aber nicht sofort, denn zuallererst möchte ich mich um den Fluss kümmern. Wir bringen den Fluss in Schuss. Ja, ihr habt richtig gehört, den Fluss in Schuss. Und dann lesen wir, was der gute Opa schreibt. Um den Fluss wieder in Schwung zu bringen, brauchen wir zuallererst Eisen. Und wir haben jede Menge von unserer Tour das letzte Mal hier im Ofen. Und wir machen uns zwei Eimer. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an Wasser kommen. Meines Wissens, ah doch ja, natürlich, beim Fischer unten ist Wasser. Hier haben wir mehr als genug Wasser. Glück gehabt. Und das ist das Flussbett, um das wir uns kümmern müssen. Wenn hier wieder ein schöner Fluss durchfließt, dann haben wir wirklich was gewonnen. Das sieht echt gut aus. Den Baum würde ich gerne loswerden. Aus dem Grund brauchen wir erstmal eine neue Holzaxt. Und da wohnen Bienen. Ich
ich mach den Baum trotzdem weg. Wir können das Bienennest ja früher oder später vielleicht auch versetzen. Und dann kümmern wir uns um den Flusslauf. Schritt Nummer 1. Geschafft. Das Flussbett. Jetzt müssen wir natürlich das Flussbett dann noch mit Wasser füllen. Das machen wir auch gleich. Ich möchte nur auch nochmal einen kurzen Zwischenstopp machen und Holz fällen. Weil wenn wir nachher noch ein Vorratslager bauen sollen, brauchen wir Rohstoffe. Und dazu gehört Holz und Stein. Und das letzte. Dann wieder rekultivieren. Also sprich wieder anpflanzen. 1, 2, 3. Und jetzt die Wassereimer ins Gepäck. Und den Fluss zum Leben erwecken. Da ist er. Der Fluss ist wieder da und wir haben die Aufgabe erledigt. Ich bin allerdings noch nicht so ganz happy. Ich meine, der Fluss fließt, das ist ja für eine Wasserkraft erstmal völlig ausreichend. Aber hübsch ist noch Definitionssache. Mir ist durchaus bewusst, dass wir aktuell auch noch knapp an Ressourcen sind. Trotzdem möchte ich schauen, ob wir schon den ein oder anderen Knochen haben. Nein? Vielleicht in unserem privaten Haus? Auch nicht. Wir haben kein Knochenmehl. Ich wollte doch den Fluss noch schöner machen. Okay, das bleibt auf unserer privaten To-Do-Liste. Da muss unbedingt ein bisschen Grünzeug rein, etc. Da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Eigentlich möchte ich das nur so ein kleines bisschen breiter machen. Und möglichst diesen Bienenstock noch am Leben lassen. Soweit ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich hab's euch versprochen. Jetzt lesen wir die Post von Opa Kroko. Servus, Kroko. Ich vermisse dich jetzt schon auf der Farm. Die Farmer scheinen sich nur um die Tiere zu kümmern und vernachlässigen die Feldarbeit. Kannst du ihnen bitte unter die Arme greifen und die Felder abernten? Nimm Erna und verkaufe so viel wie möglich von der Ernte im Ostdorf. Den Verdienst schicke mir bitte mit der Post. Die übrige Ernte darfst du gerne für dich behalten, denn ich habe gehört, du hast dein ganzes Dorf zu versorgen. Du hörst von mir, dein Opa. Wir dürfen wieder auf die Farm. Was müssen wir eigentlich genau machen? Ernte die Felder ab, reite Erna aus, ja! Und verkaufe die Ernte. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Wir wissen noch, in welche Richtung die Farm liegt. Wir sollen die Felder abernten und alle... Ich glaube, das reicht uns an Ausrüstung. Lass uns losdüsen. Und damit verlassen wir das Bergdorf in Richtung Süden. Da liegt sie. Die Farm meines Opas, die ich in den letzten vielen Folgen habe aufbauen dürfen. Nachdem es Nacht wird, werden wir jetzt schnell in der Mühle schlafen und uns dann auf der Farm umsehen. Einen wunderschönen guten Morgen auf der Farm. Der Opa hat sich über die anderen Farmarbeiter so ein bisschen beschwert. Er hat gemeint, sie kümmern sich nur um die Tiere. Das ist in erster Linie ja mal nicht schlecht. Dann geht's der Erna gut und den restlichen Tieren. Natürlich muss man sich auch um die Felder kümmern und dafür sind wir heute da. Schauen wir erstmal, wo die Farmer stecken. Da ist einer, aber der kümmert sich doch um die Melonen. Das schaut doch gut aus. Wo ist der Rest? Sind die alle beim Stall ausmisten oder was? Ey, ihr seid mir so Halunken. Macht ihr Stallparty? Ja, Opa hat gesagt, ich muss euch unter die Arme greifen. Macht ihr mal weiter, ich hab das im Griff. Oh, und Erna, wir reiten heute noch aus, okay? Also lasst uns mal ganz kurz auf den Wachturm gehen und schauen, was unsere Arbeit für heute sein wird. Die Felder abernten. Ich vermute mal, er meint all das hier und wahrscheinlich auch das hier. Nachdem wir die Dinge im Ostdorf verkaufen sollen, wird er höchstwahrscheinlich nicht die Beeren und nicht das Zuckerrohr meinen. Das würde ich mir jetzt einfach mal frech schenken und hoffen, dass das stimmt. Ich weiß ganz genau, warum die Burschen keine Feldarbeit mögen. Puh, das war... Na gut, wir sind fertig. Ich habe zwischendrin hier eine Kiste aufgestellt mit den ganzen Sachen. Und ich hole Erna und wir starten durch ins Ostdorf, würde ich sagen. Jetzt gehen sie auf die Felder. Jetzt gehen sie raus und los geht's. Erna! Zeit für einen kleinen Ausritt. Dann füllen wir einmal Ernas Inventar auf und reiten Richtung Ostdorf. Und da ist es schon, das Dorf im Osten. Erna, ich mache ein paar Verkäufe und komme gleich wieder, okay? Guten Tag, ich bin hier für Opa Kroko. Okay, wir haben alles verkauft und ich glaube, dem Opa war nicht bewusst, wie wenig übrig bleibt. Wie soll ich denn davon ein Dorf ernähren? Eieiei, Opa. Naja, wir haben dir auf alle Fälle gut Verdienst gemacht. Schauen wir, dass wir zurückkommen.
Und da sind wir zurück auf der Farm. Die Sonne ist untergegangen. Schnell mit der Erna auf die Weide. Erna, es war wie immer sehr schön mit dir. Ja, friss ein bisschen saftiges Gras. Bis bald. Und mir kam gerade eine spontane Idee. Wir müssen dem Opa 1,5 Stacks, also 64 und 30 Emeralds geben. Das merken wir uns. Denn es gibt ja einen Hofladen. Und nachdem uns diese Ernte nicht ausreicht, kaufen wir Rüben. Ein Slot, ein Emerald. 32 Rüben für einen Emerald. Ich glaube, wir nehmen einmal das komplette Inventar. Das sind hier 12 Emeralds, die wir natürlich aus der Dorfkasse dann zahlen. Was uns dann natürlich zum nächsten Punkt bringt. Wir müssen unbedingt nach unseren Steuern schauen. Also auf, zurück ins Bergdorf. Jetzt, wo wir die Aufgaben für den Opa alle erledigt haben, schauen wir doch mal eben, was noch sonst aussteht. Los haben wir gemacht, jetzt müssen wir noch das Vorratslager und die Nahrungsvorräte machen. Die Nahrungsvorräte habe ich und ich hoffe ehrlich gesagt, sie reichen. Allerdings, vermutlich müssen wir die ins Vorratslager packen, damit unsere Aufgabe erledigt wird. Das heißt, wir bauen jetzt ein Vorratslager, kümmern uns zuvor um die Steuern und um die Rückzahlung an den Opa. Ab ins Rathaus. 65 Emeralds haben wir bekommen. 64 sind noch in der Dorfkasse, dann teilen wir das mal eben auf König etc. auf. Das wären dann einmal 20 für den König, 13 für mich und 32 fürs Dorf. Das sind die, die an den Opa gehen, das sind die an den König und das sind meine. Heute bekommt der Opa deutlich mehr Verdienst wie der König. Naja, ist halt so. Und insgesamt sind aktuell 30 Emeralds in meiner privaten Kasse, die wir auch früher später für Ausrüstung ausgeben können. Jetzt schnappen wir uns alles an Materialien, was wir so finden können. Ich war zwar gerade schon mal Rohstoff holen, aber ich glaube, ich muss noch einmal los. Denn jetzt bauen wir das Vorratslager. Und ich habe auch schon eine Idee, wo das hin soll. Um euch zu erklären, wo wir am besten das Vorratslager hinsetzen, habe ich mich auf einen erhöhten Punkt gestellt. Und ich denke, wir werden hier unten früher oder später noch Gebäude ans Wasser bauen, so wie ich das mitbekommen habe. Dann könnten wir hier noch Wohnhäuser anbringen. Auch hier eventuell noch, da pflanze ich aktuell meine Bäume an. Hier hinten wäre auch ein cooler Platz, aber ich finde, das ist Vorratslager so weit weg vom Rest. Was haltet ihr davon, wenn wir es hier hinbauen, wo sowieso schon das ganze Zeug liegt, direkt neben meinem Haus? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Lasst mich euch ganz kurz das Vorratslager vorstellen. Ich habe mir dabei nämlich schon was gedacht und so eine Mini-Recherche betrieben, ne? Gut durchlüftet, dass hier auch alles schön trocken ist. Den Boden auch, alles schön vom Boden hoch. Ne, man kann unten durch und so. Ich habe so ein bisschen mich informiert, wie so Kornspeicher und so aussahen. Wenn ihr euch da auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde es auf alle Fälle cool. Vielleicht hätte ich ihn ein bisschen größer machen können, den Kornspeicher, das Vorratslager. Aber im Großen und Ganzen passt das so. Und wir düsen direkt los und holen natürlich die Nahrungsvorräte. Und wir brauchen hier einen Weg runter. Und da bin ich auch schon wieder mit vollen Essenstaschen. Und ab in den Kornspeicher. Kornspeicher in das Vorratslager. Tada! Die nächste Aufgabe. Mega gut. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Ich habe euch einen Experten schicken lassen, der die besten Minen bei euch mit einer Markierung versehen hat. Bitte baut diese Minen aus, damit bald genug Rohstoffe vorhanden sind, um Ausrüstung für die königlichen Truppen zu produzieren. Außerdem sollte das Bergdorf einen direkten Weg zum Ostdorf haben. Bitte kümmert euch darum. Der König hat euch wieder Rohstoffe schicken lassen. Das sollte euch helfen, schneller voranzukommen. Ihr hört von mir, der Bote. So wie sich das anhört, haben wir wieder viel zu tun bekommen vom König, aber auch eine Rohstofflieferung. Und die ist ja bekanntlich immer hier. Nur heute nicht. Was haben wir hier? Trefft mich im Ostdorf. CC. So wie das aussieht, ist mit unserer Rohstofflieferung nicht alles ganz glatt gelaufen. Oder wir müssen sie uns im Ostdorf abholen. Jetzt schauen wir aber erstmal an, welche Aufgaben wir genau alle haben. Das ist immer gleiche Spiel. Wir nehmen das alte Buch, legen das neue hier drauf, räumen das alte weg und schauen uns unsere Aufgaben an. Die Südmine, die Nordmine, der Ostweg. Hey, alle Himmelsrichtungen, was passiert im Westen? Vielleicht die Rohstofflieferung. Den Auftrag haben wir schon bekommen. 3 neue, also insgesamt 4, die wir heute erledigen müssen. Aber zuallererst, und ja, ich weiß, wir haben schon 4 Aufgaben, aber ich habe mir eine eigene Aufgabe gesetzt. Denn ihr wisst ja, im Rathaus steht meine Dorfbewohnerzahl. Und abhängig von der Dorfbewohnerzahl bekomme ich ja Steuern. Also heißen mehr Dorfbewohner auch mehr Steuereinnahmen. Und ich würde gerne mal versuchen, wenn ich meinen bisherigen Dorfbewohnern da unten ein paar Rüben zum Essen gebe,
ob wir es schaffen, die Dorfgemeinschaft zu vergrößern. Rein theoretisch haben wir keine freien Betten im Dorf, aber ich würde es einfach mal probieren. Das wäre mein privates Ziel, mitunter. So, jetzt habe ich 2 Stack-Rüben mal unters Volk gebracht. Ich packe noch 2 hinzu. Und jetzt schauen wir mal, ob sie gewillt sind, die Dorfgemeinschaft zu vergrößern. Jetzt teilen die schon überall die Rüben, das ist gar nicht schlecht. Aber es kann natürlich sein, dass die nicht ausreichen. Dann müssen wir nochmal in die Farm neue kaufen gehen. Und sollte dann nichts funktionieren, müssen wir wahrscheinlich einfach noch mehr Häuser und Betten bauen. Ich habe hier vorne allerdings schon ein Ausrufezeichen ausgemacht. Und ich vermute mal schwer, das ist die Markierung für die Südmine. Nordmine, Entschuldigung. Weil, also wenn das nicht eine ertragreiche Mine ist, weiß ich auch nicht. Also das hier wird die Nordmine. Die Frage ist dann, die Südmine müsste ja dann irgendwo da hinten sein. Hier oben, vielleicht hier unten? Nein, auch nicht. Wie weit ist denn die Südmine? Upsi. Ja, hier geht's auch schon mit Eisen und Kohle los. Alles klar. Okay, wir haben die 2 Minen entdeckt. Wir wissen, welche wir ausbauen müssen. Und während ich mein persönliches Dorfbewohner-Experiment am Laufen habe... Oh ja, wie gut, es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt, wir bauen die Nordmine aus und hoffen, dass wir dann einen Dorfbewohner mehr bekommen. Oh, wie gut ist das bitte? Nice. Hi, herzlich willkommen in der Dorfgemeinschaft. Jetzt heißt es... Rohstoffe holen, damit wir die Mine bauen können. Aber ich habe auch ein bisschen privates Geld eingesteckt, damit ich mal dazu komme, mir ein bisschen Ausrüstung zu kaufen. Und da wollte ich jetzt einmal hier unten schauen, was es denn für mich gute Möglichkeiten gibt. Für 31 kriege ich schon eine Diamantaxt. Für 3 kriege ich eine Eisenaxt. Für 18 bekomme ich eine Eisenspitzhacke und für 31 eine Diamantspitzhacke. Für exakt 30 bekomme ich hier eine Effizienz 2. Was hier war noch Unbreaking drauf, ne? Auch nur Effizienz 2. Ne, dann kaufe ich mir jetzt tatsächlich eine Axt. Das ist das nächste. Das hat sich rentiert. Ganz sicher. Holz habe ich rangeschafft. Bäume habe ich auch wieder ein Stück weit nachgepflanzt. Nochmal da hinten Bäume pflanzen, fällt mir gerade auf. Ich habe eine Werkbank, ich habe eine Steinsäge, die platziere ich jetzt hier. Und wir machen uns daran, die Mine hier auszubauen. Und da steht sie, die Nordmine. Bisschen Gerümpel habe ich dazu gepackt. Eventuell lassen wir die Sachen auch stehen. Und dann können wir hier reingehen. Und ja, einfach die Holzbalken, überall die Fackeln, kleine Wege, dass man leicht darauf und runter kann. Und schon ist diese Mine fertig und es kann munter in alle Richtungen weitergebuddelt werden. Eigentlich müsste man sich immer so viel Mühe geben und seine Strip-Mine-Gänge so ausbauen. Ist echt schön. Mein Dorfbewohner-Experiment funktioniert hervorragend. Schaut mal. Dieser Arm gehört zu einem neuen kleinen Dorfbewohner, denn der andere hier oben... ist schon groß geworden und so wie es aussieht, hat er sich auch schon ein Bett unter den Nagel gerissen. Nice. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, einfach einmal zwischenzeitlich ins Rathaus zu schauen. Und wir sehen, von 13 Einwohnern haben wir mittlerweile 16. Das heißt, es rennt noch irgendwo ein Kind rum. Und dann wollen wir doch auch gleich mal schauen, wie es ausschaut und unsere Einnahmen. 29 einfach. Und dann ist hier auch schon die Aufteilung. 6 gehen in meine Tasche, 9 an König Quadratisch, 14 ins Dorf. Ey, das ist super. Ich mache das jetzt mal eben so, dass ich jetzt nicht immer alles rumschleppe. König, Mainz. Und wir nehmen wieder ein bisschen was aus der Dorfkasse mit. Denn am nächsten Morgen gehen wir ein paar weitere Materialien kaufen. Guten Morgen im Bergdorf. Wir rennen an den Markt und nehmen uns diesen Typen hier mal vor. Wir kaufen ein bisschen polierten Andesit. Denn jetzt hat er hoffentlich auch gleich Terrakotta anzubieten. Ja, und auch noch braunen. Ich suche farbigen Terrakotta. Ey! Na gut, weil mit braunem Terrakotta möchte ich die Hauswände nicht unbedingt machen. Okay, das war nicht so optimal. Verballern wir noch mehr Geld. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Bei dem kann ich jetzt Quarz... Ich habe kein Glück mit den Steinmetzen, ne? Weil mit glasierter Keramik möchte ich die Häuser nicht bauen. Wenn der König wüsste, wo ich seine Steuergelder verschleudere. Eieieiei. Dort... wollen wir hin. Ganz genau, da wo der Esel steht, machen wir einen Weg. Wir schauen, dass wir uns hier raufarbeiten, denn dort drüben ist Osten. Und nach meinen Berechnungen muss dort drüben das Ostdorf liegen. Denn wir haben die klare Aufforderung, einen Ostweg zu bauen. Und wir nehmen auch die geheime Nachricht mit von diesem CC und gehen ein bisschen unserer Rohstofflieferung nach. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Ich glaube, zuvor mache ich eine Klitzekleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Ich will hier noch eine Wegverbindung haben. Die kriegen gar nicht genug. Ja, das sind mehr Steuereinnahmen und mehr Arbeitskräfte. Das Dorf floriert. Schauen wir, dass wir den Ostweg hinbekommen. Ich wollte euch nur den Weg hier zeigen. Schaut.
Das ist der neue Weg geworden. Ich habe jetzt auch so ein bisschen mit Steintreppen gearbeitet, dass es auch so aussieht, als wäre was ein bisschen kaputter. Und da kommen wir jetzt schön auch rauf zu unserem Haus und müssen nicht immer da unten durch. Ja, und jetzt geht's los. Irgendwie Richtung Osten. Ihr glaubt gar nicht, wie lange es dauert, so einen Weg zu bauen. Das Ostdorf ist schon sehr nahe. Irgendwo hier unten streunert ein Plünderer rum. Der ist jetzt auch wieder verschwunden. Ich mache mir jetzt meinen Weg weiter. Wir müssen ja irgendwann ankommen. Ich denke, an diese Straße werde ich irgendwie anbinden. Da ist er. Wir wurden entdeckt. Und ich habe nur eine Goldrüstung. Kein Schild, gar nichts. Schnell drauf. Ein Wegelagerer. Okay, das lässt ja schon irgendwo ein paar Infos raus, was mit unserem Karren passieren sein kann. Wenn hier Wegelagerer unterwegs sind, nicht, dass der irgendwo überfallen wurde. Es ist mittlerweile wieder Tag und ich habe den Weg ins Ostdorf geschafft. Nachdem wir die Aufgabe für den Weg abgeschlossen haben, schauen wir uns jetzt um nach diesem C, den wir hier im Dorf treffen sollen, um eine weitere Aufgabe anzugehen, und zwar unsere Rohstofflieferung, die noch aussteht. Ja, fantastisch, mal wieder ein Ausrufezeichen. Psst, Kroko, ihr habt wenig Zeit. Der Rohstoffkarren wurde kurz vor dem Ostdorf ausgeraubt. Findet die Wegelagerer und holt die Rohstoffe zurück. Lasst euch dabei aber nicht erwischen. Ihr solltet niemanden töten, um keine Aufmerksamkeit auf euch und das Bergdorf zu lenken. Königlicher Geheimagent Champ. Der königliche Geheimagent Champ. Alles klar, weiß ich schon Bescheid. Und er hat gesagt, der Karren wurde ausgeraubt, kurz vor dem Dorf. Was heißt denn vor dem Dorf? Ist das da vorne? Ist das da vorne? Ist das vorne? Also ich vermute mal nicht hier, weil dann hätte er gesagt im Ostwald oder wie der Wald gleich wieder hieß. Ne? Da gehen wir jetzt auch gar nicht rein, nicht, dass da irgendwas wieder auf uns wartet und wir dann das nächste Event triggern und gar nicht dafür bereit... Okay, ist das vor dem Dorf? Also für mein Verständnis wäre vor dem Dorf ja entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. Weil das da, ich gehe jetzt in die, also und dann, wenn wir da nichts finden, checken wir mal das da hinten ab. Aber vor dem Dorf könnte natürlich auch da irgendwo heißen. Wie weit vor dem Dorf denn? Das sieht mir doch nach einem umgekippten, kaputten Wagen an, aber die Waren sind nicht mehr da. Na, fantastisch. Irgendwen hat es ja auch ganz schön mitgenommen. Und wir haben hier eindeutig Blutspuren. Jetzt haben wir zwar den Karren gefunden, aber keine Waren. Aber da hinten sehe ich was. Dem gehen wir doch mal nach. Noch eine Blutspur. Die führen hier mitten durch den Wald. Aber da vorne ist schon die Border. Habt ihr das gehört? Da war jemand. Aber der Agent hatte gesagt, wir sollen uns nicht erwischen lassen. Lasst mich mal schauen, ob wir da irgendwie runterschauen können, ohne entdeckt zu werden. Schaut mal. Ey, was ist denn da los? Da ist ja eine ganze Party. Ja, ich weiß schon, warum wir da schleichen. Mit denen will ich mich sicher nicht anlegen. Was tut der? Ach so, ihr beide seid zum Grillfest geladen. Na, da müssen wir ja nur zuschauen. Hat sich das Thema ja bald erledigt. Okay, kommen wir irgendwie da runter? Wir müssen irgendwie da ran. Da sind Kisten auf alle Fälle. Oh, ich hätte so gerne ein Schild. Ich habe mein Schild vergessen. Creeper. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Aber wir wurden noch nicht entdeckt. Skelett und Creeper. Hab's natürlich nicht geschafft. Flüchten. Boah, das war wieder eine super, super knappe Geschichte. Und warum habe ich kein Schild mitgenommen? Ist hier irgendwo Eisen? Ich habe jetzt noch ein paar von diesen Dudes umgehauen. Wir haben auch einen Bogen bekommen, leider noch keine Pfeile. Schauen wir mal, dass wir wieder dahin zurückkommen. Pfeil, sehr gut. Wo wir vorher reingekommen sind. Da oben ist die Banditentruppe. Da ist ein Creeper, den versuchen wir mal so umzulegen. Ja, mit der Spitzhacke ist sicher die beste Idee, die ich heute hatte. Puh, knappe Geschichte. Wenn der sie explodiert, ist vorbei. Dann erwischen die mich und hören mich. Wo sind die denn überhaupt? Oh, da sind sie. Und da ist eine... Ich komme von hier unten an eine Kiste ran. Nice. Das nutzen wir mal eben. Auch wenn die da stehen. Das kriegen die ganz sicher nicht mit. Und da sind die ganzen Rohstoffe drin. Nice. Jetzt muss ich noch mein Inventar aufräumen. Das ist doch mal entspannt, wenn man die von hier unten ausräumen kann. Und die Aufgabe ist erledigt. Wir haben den Schatz. Wir waren leise genug.
Jetzt schauen wir, dass wir hier rauskommen. Schauen wir, dass wir wegkommen, ey. Ich habe genug davon. Schnell! Und weiterhin nicht erwischen lassen, logischerweise. Wir wollen ja keinen Verdacht aus Bergdorf ziehen. Also Spinne, jetzt könnt ihr mich mal... Nein, ihr könnt mich mal im Dorf Bergdorf besuchen gehen. Ich bin weg. Kannst du mich vor dem Skelett beschützen? Bitte. Dankeschön. Einfach der beste Buddy. Zur Teamarbeit. Hau ihn um. Yes. Bester Mann. Yes. Du bist einfach der Beste. Komm, wir brechen auf. Und da ist es wieder unser Zuhause. Mit jeder Menge Dorfbewohner. Zwei Dorfbewohner haben sich wunderbar an die Regeln gehalten und sind unten im Dorf rumspaziert. Jetzt sind es mehr, jetzt müssen sie wieder bergsteigen gehen. Oh, passt auf euch auf. Ich bin verantwortlich für euch. Wenn ihr so rumklettert, dann geht ihr drauf, früher oder später. Ja, du bist ein Feiner. Du darfst derweil hier am Marktplatz bleiben. Ja. Ich räume etwas das Inventar auf und dann machen wir uns darüber an die Mine. Das hier gibt mir schon so richtig Minen-Vibes, ne? So eine kleines Kistenchaos, Werkbänke etc. Und dann geht's hier runter und jetzt hört es nicht plötzlich auf. Jetzt werde ich wahrscheinlich bis da unten hin Leitern und Plattformen bauen und das Ausrufezeichen darf schon mal verschwinden. Und damit haben wir die letzte Aufgabe für heute erledigt. Schaut euch diese feine Mine an. Hier kommt man ganz tief runter, hat immer wieder so kleine Balkone, wo man nach unten schauen kann. Was noch fehlt, ist eigentlich irgendwo ein dicker Seilzug, der dann die Sachen nach oben transportiert. Ich denke, da können sich die Dorfbewohner beschweren, wenn sie sagen, sie kriegen es die Leiter nicht hoch. Dann müssen wir das entsprechend nachrüsten. Das Dorf wird größer und größer und der Sonnenaufgang ist wie immer atemberaubend. Und wie an jedem dieser wunderbaren Morgende machen wir uns auch heute wieder auf zum Briefkasten, um die aktuellen Aufgaben anzuschauen. Was mich besonders freut, ist, dass wir Stück für Stück mehr Dorfbewohner bekommen, mit denen wir früher oder später auch noch mehr handeln können. Ja. So, aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Lasst uns mal fix zum Briefkasten. Hebel ist oben, das heißt eindeutig, wir haben einen Auftrag des Königs. Und ein super ungeordnetes Inventar. Eieiei. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Es werden immer mehr Räuber in eurer Gegend. Zahlt eure Steuern, damit der König Truppen schicken kann zu eurer Unterstützung. Achtet aber bitte darauf, dass jeder Dorfbewohner angemessen untergebracht ist. Im Moment sind einige eurer Bewohner unzufrieden. Ihr hört von mir, der Bote. Na super. Da halte ich gerade noch einen netten Plausch mit dem Dorfbewohner und der ist unzufrieden? Aber ich kann es nachvollziehen, denn wir haben eindeutig zu wenig Häuser. Ich räume euch kurz das Buch auf, schau mir an, welche Aufgaben wir heute haben und dann flitzen wir hinüber ins Rathaus und schauen uns mal an, wie die Situation mit den Dorfbewohnern wirklich aussieht. 48 Emerald Steuern und mehr Häuser. Das sieht doch einfach übersichtlich und gut aus. Aus dem Grund lasst uns schauen, dass wir das Steuerthema vielleicht direkt lösen können. Immer wenn ich von hier loslaufe, vermisse ich noch einen Weg, der hier oben rumführt. Vielleicht bauen wir den früher oder später noch oder wir rennen hier immer über die Wiesen. Das wird sich noch zeigen. 15 Einwohner haben wir und haben angefangen mit 13 Stück. Das heißt, dass wir auf alle Fälle noch zwei Häuschen unterkriegen müssen. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt wollen wir aber erstmal die Steuern überprüfen. 60 Emeralds. Das lässt sich ja wunderbar aufteilen. Das sind 18 Emeralds für König Quadratisch. Das hier sind die 9 vom letzten Mal noch. 12 für mich und 30 fürs Dorf. Und ihr seht schon, wir haben bereits 27 von 48 Emeralds. Das heißt, wir gehen in die richtige Richtung. Damit wir unsere weitere Dorfplanung machen können und weitere Häuser hier unterkriegen, begeben wir uns wieder auf unseren Beobachtungsplatz und ich gebe euch eine kleine Übersicht vom aktuellen Stand des Dorfes. Hier seht ihr das Dorf und ich blende euch jetzt mal wieder eine kleine Übersicht ein. Hier seht ihr alle Gebäude mit aktuell Betten für die Dorfbewohner. Dann haben wir natürlich noch die Minen, die wir untergebracht haben. Wir haben oben den Kornspeicher, wir haben mein Häuschen. Wir haben das Lager, den Markt und das Rathaus. Und jetzt müssen wir hier weiterhin Gebäude unterbringen, wo Dorfbewohner wohnen können. Erstmal konzentrieren wir uns auf die Wohnhäuser, können dann schauen, dass wir noch weitere Jobgebäude machen. Schläft hier wirklich jemand? Ja, tatsächlich. Hier dazwischen ein Haus? Wäre eigentlich super machbar. Ich möchte mindestens 3 Häuser heute aufstellen, dass wir ein bisschen auch vorsorgen für etwaige neue Dorfbewohner. Man könnte überlegen, tatsächlich auch mal an den Hang hier eins zu stellen, aber ich glaube, das ist fast ein bisschen zu viel. Ich würde eher dazu tendieren, hier oben noch ein weiteres Häuschen reinzustellen zwischen mein Haus und das, was ich hier neu gebaut habe. Hier passt es eigentlich ganz gut hin.
Und nachdem wir jetzt auch einen Weg hier rauf haben, könnten wir auch hier noch neben den Kornspeicher ein weiteres Haus reinstellen. Müssen da nur ein bisschen aufpassen, weil da hinten ja ein Loch ist, aber im Großen und Ganzen ist hier eigentlich auch noch Platz für so ein kleines Hütchen. Und damit, meine Damen und Herren, steht auch das dritte Haus. Was ich mich jetzt allerdings frage ist, haben wir genug Wolle, um die Häuser einzurichten? Und ja, das hat einen zweiten Stock. Nicht, dass die Dorfbewohner das jemals nutzen würden, aber hey, es hat einen zweiten Stock. Kriege ich da eine Treppe rein? Oh, ich kriege vielleicht sogar eine Treppe rein, wartet mal. Da müssen Fässer als Stauraum rein, aber dann haben wir gleich wieder lauter Fischer. Keine Ahnung, ob das besser ist, aber dann können die Dorfbewohner wenigstens rauflaufen. Ich check mal das Lager nach Wolle für Betten oder nach Betten direkt. Betten müssten hier drin sein. Hier ist noch Holz. Und Wolle haben wir noch 4. Das ist für 3 Betten einfach 2 zu wenig. 2 Betten heißt aber, wir können schon mal 2 Häuser ausrüsten. Und dann hieß es, wir brauchen noch jeweils eine Kiste. Dann schlage ich vor, wir machen das mal eben schnell und testen dann auch gleich, wie es in einem der Häuser so schläft. Machen wir es doch so. Kiste hier rein und Bett so. Haus Nummer 1 und dann Haus Nummer 2. Ich finde es schön, dass du da oben eingezogen bist. Meine ich ernst. Ihr müsst euch ruhig ein bisschen verteilen und da kommt noch ein Weg mit einem kleinen Absturzsicherung. Fände ich gut. Jetzt aber erstmal Haus Nummer 2. Machen wir genauso, oder? Ach nee, machen wir ein bisschen anders. Der hat einen anderen Geschmack. Und die Aufgabe ist erledigt. Ach stimmt, wir müssen ja nur 2 Häuser für die weiteren Dorfbewohner. Das dritte habe ich ja quasi so on top gemacht. Alles klar. Aber, boah, das wird eine extra Geschichte hier, das Haus. Aber da kommt das Bett erstmal da rein, weil ich nicht weiß, ob die Dorfbewohner es akzeptieren, wenn es dann oben steht. Ich habe mal wieder vergessen, den Hebel runterzumachen. Oder es ist schon wieder Post da, aber ich glaube, ich habe vergessen, den Hebel runterzumachen. Wir gehen eh gleich rauf, weil ich denke, ich gehe mit ein paar Emeralds zur Farm runter, um Wolle zu kaufen. Meines Wissens war da Wolle und dann trifft sich das ganz gut, dass wir das so kombinieren. Ich hole ein paar Emeralds, die hole ich jetzt von oben. Und ich... Oh, wir haben schon wieder 45 schon wieder. Mega... Oh ja, ist da schon wieder ein Dorfbewohner? Aber da... Hä? 1, 2, 3. Und wir hatten doch da noch einen... Eine Bibliothekar. Ey, was machen die Dorfbewohner? Ihr macht mich fertig, wirklich. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum Dorfbewohner oft eingesperrt werden in Minecraft. Ich versuche sie hier mit Freilandhaltung zu halten, aber es ist echt kompliziert. Diese Verteilung sollte halbwegs stimmen. Wer sich wundert, wo die Emeralds hier oben raus sind, die vorher noch drin waren? Ich habe mich mal wieder ein bisschen an Terrakotta versucht, das ich ja eigentlich gern für die Bauwerke hier hätte. Kein Glück gehabt. Ist nur glasierte Keramik. Oh Mann. 23 nehmen wir mit. Die 27 von uns lassen wir drin. König Quadratisch fehlen nicht mehr viel. Dann haben wir unsere Steuern bezahlt. Mega gut. So, dann lass uns mal eben noch kurz den Hebel runter machen. Oh, ich wollte den Hebel runter machen. Aber gut, dass wir reingeschaut haben. Post für Kroko von Onkel Joe? Und Rüben? Howdy, Kroko. Mich erreichte die News, dass Erna nicht mit dir ziehen konnte. Sie scheint dich sicher sehr zu vermissen. Bitte hol sie doch zu dir in das Bergdorf. Ich habe ein paar feine Carrots für sie mitgeschickt. Die magst du sicherlich sehr. Beste Grüße und Grüße für Anna. Viel Erfolg, dein Onkel Joe. Okay, wir kennen jetzt den Plan von Onkel Joe. Er würde sich wünschen, dass wir uns Erna wiederholen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich über diese Aufgabe sehr. Ich habe die gute Erna sehr, sehr lieb gewonnen und bin froh, dass ich sie nun endlich hierher holen kann. Bin nur am Überlegen, wo wir sie unterbringen. Bei meinem Wohnhaus hinten im Garten vielleicht? Ich weiß ja nicht. Da unten wäre eigentlich ein sehr, sehr schöner Platz. Lasst mich mal kurz ins Lager springen, ein paar Rohstoffe holen und dann gehen wir da runter. Ich denke, die Zäune und die Zauntore sollten erstmal reichen. Es wird vielleicht kein so großes Gehege oder so eine große Koppel, wie Erna unten hat. Aber fürs Erste, glaube ich, ist es doch mal ganz, ganz ausreichend. So schnell geht's. Da noch eine Fackel drauf. Hinten noch eine Fackel drauf. Hier eine Fackel drauf. Und dann können wir auch schon die gute Erna holen gehen. Erna, wir kommen! Erna, du darfst mit ins Dorf. Erna? 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 Oh Mann, Erna! Okay, wie ich sehe, hat sich meine Aufgabe auch gerade verändert. Ich kenne mich noch ein bisschen auf der Farm aus. Jungs, ich leih mir mal 2 Leinen dauerhaft für immer für on euch. Hier ist offen. Schauen wir mal die ganze Umgebung ab. Erna? Erna, wo bist du?
Hallo Schaf, hast du Erna gesehen? Ja, klar. Ich dachte, sie wäre vielleicht hier in den Wald, weil sie ja hinten raus ist, aber irgendwie scheint das nicht zu stimmen. Und der alte Gaul ist auch weg. Aber wisst ihr was? Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch an unser Farmprojekt. Da ist der alte Gaul auch mal ausgebüxt. Und wisst ihr, wo der war? Der war bei der alten Ruine. Und die alte Ruine ist jetzt die schöne kleine Kapelle. Erna, ich habe Rüben. Oh, da sind sie, die zwei. Da sind sie, die zwei. Gemeinsam auf der Lichter. Erna, du bist deine Kiste losgeworden. Erna hatte wohl genug davon. Alter Gaul, schau mal, ich habe eine Rübe für euch beide. Ja, du hättest sie gern, du kriegst auch eine. Aber nicht der Erna verraten, dass es eigentlich ihre war. Erna, komm, ich bringe euch zurück. Und Erna nehme ich auch mit, um ehrlich zu sein. Erna darf jetzt... Es tut mir leid, dass ich so lange nicht bei euch war. Wir haben einfach immer noch schlechtes Wetter. Na kommt, davon lassen wir uns doch nicht unterkriegen. Hereinspaziert hier. Und dann wird die Lücke hier geschlossen. So. Und jetzt, liebe Erna, sag mal dem alten Gaul, dass du umziehst. Okay, das hört sich irgendwie echt böse an. Ich kann die zwei doch nicht trennen. Alter Gaul und Erna hängen schon die ganze Zeit... Ja, du stimmst mir zu. Ihr hängt schon die ganze Zeit miteinander rum. Wisst ihr was? Vielleicht müssen wir Opa kontaktieren. Oder wisst ihr was? Wir sprechen mit den Bauern hier. Und nehmen die Erna, den alten Gaul einfach auch mit. Ey, Kollege. Ich würde den alten Gaul mit ins Bergdorf nehmen, weil Joe hat ja gesagt, die... Soll ich einfach machen? Okay. Dann kümmert ihr euch weiter um die Schweine und ich mich um die zwei. War mir eine Ehre. Wir werden gleich weiter düsen. Vorher möchte ich aber noch einmal hier Stopp machen, denn das ist das Geheimnis der Welt. 541-3854. Der Seed für diese Welt. Und die Koordinaten sind genau der Punkt hier, falls ihr auch an der Ecke mal eine Farm bauen wollt. Ich hatte recht. Hier kann ich Wolle kaufen. Kaufe ich 2 Stacks. 1 Slot, 1 Emerald. Ist hiermit getan. Dann nehmen wir natürlich... Oh komm, wir nehmen alle Rüben mit. 1 Slot, 1 Emerald. So. Dann haben wir das auch gezahlt. Die Farm, hey, die verdienen so viel Kohle mit uns. Jetzt ihr zwei, kommt bitte in Ruhe mit. So, ihr zwei, ihr wart ja noch nie hier. Kann es sein? Die Erna vielleicht schon, aber der alte Gaul war sicher noch nicht hier. Aber ihr habt die gute Höhenluft. Die ist sehr gut für die Gesundheit. Beide essen sie. Beide scheinen sie glücklich zu sein hier. Neuer Ausblick und vielleicht bauen wir euch bei Gelegenheit noch eine größere Koppel dort hinten dann, okay? Fürs Erste ist das mal euer Zuhause. Oh, und die Aufgabe haben wir auch erledigt. Ein neuer Tag bricht an und wir haben natürlich wieder Verwaltungsarbeit zu tun. Punkt Nummer 1 ist erstmal ein paar Rüben unter die Dorfbewohner zu bringen und dann natürlich die Steuerthematik zu checken. Hi Kollege, schau mal. Halt, du kriegst 2 Stacks. Bringst deinen Kumpels. Und so. Nicht wegrennen, ich hab hier was. Nutze sie weise. Und jetzt müsste es ja eigentlich noch einen Kollegen geben. Und da hat der Suizid begangen. Ah, da bist du. Grüß dich. Du hast echt ein schönes Haus für dich auserkoren. Darf ich dir eine Rübe anbieten? So, dann habe ich meine private Geschichte auch wieder ein bisschen vorangetrieben. Und wir schauen jetzt nochmal ins Rathaus. Ein paar Steuern abholen. 6 an mich, 9 an König Quadratisch, 15 ans Dorf. Und lasst uns doch heute einfach einen extra an den König geben. Weil er muss uns ja schließlich gegen die Räuber verteidigen. Und damit düse ich hier rauf und erfülle die letzte der heutigen Aufgaben. Hiermit werden die Steuern für heute beglichen. Die Aufgabe ist erledigt. Wirklich? Auf eine Hexe bin ich aber nicht vorbereitet und gedespawnt. Also hier scheint es ja relativ ruhig zu sein. Wenn ich mir die Farm anschaue, da hinten ist einer. Okay, den gehen wir auch holen. Ich hätte mal den Bogen von Opa mitnehmen müssen. Dann hätte ich ihn gleich von hier ausschalten können. Tatsächlich. Das war noch ein Speer. Ich frage mich allerdings schon, was die hier wollen. So ganz geheuer ist mir das gar nicht. Umso wichtiger, dass wir die heutigen Aufgaben vom König mal checken. Und wir haben 2 Auftrag des Königs. Post für Gruge von Klim. Oh, wir haben mal wieder eine nette Nachricht von jemandem. Wie cool. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Beginnt heute bitte unbedingt mit dem Bau einer Schmiede. Kümmert euch außerdem darum, dass die Dorfgemeinschaft zunimmt. Es sollten mindestens 18 Dorfbewohner werden. Ihr hört von mir, der Bote. Alles klar, dann packen wir unser Aufgabenbuch drauf und legen los. Oh nein, ich habe die Nachricht vom Klim nicht vergessen. Wir machen uns nur erst ein bisschen einen Überblick, was wir heute zu erledigen haben, und dann lesen wir die Post vom Klim. Unsere heutigen Aufgaben: baut eine Schmiede und mehr Dorfbewohner. Den Brief von Klim lege ich dabei mal hier hin, dass ich ihn nicht verliere. Gehe dann einmal hier hinüber, um meine Nahrungsvorräte aufzustocken. Und sie gehen ganz langsam zur Neige, aber ich könnte auch Rüben mal essen.
Und dann überprüfen wir natürlich den Stand. Wie viele Dorfbewohner haben wir insgesamt? Können wir nochmal ein paar Steuern abholen? Etc. 16 Einwohner, das ist doch wieder einer mehr geworden. Das ist sehr schön. Wie sieht es mit Steuern aus? Nichts. Na gut, wir haben immer noch 33 Kohle für uns und das ist das Geld vom Dorf. Sehr gut. Jetzt, wo wir wissen, dass wir zwei neue Dorfbewohner haben, sollten wir auch dafür sorgen, dass sie einen anständigen Job bekommen. Und bei dem einen stelle ich mir vor, dass er als Stallmeister arbeitet. Nennt sich Leatherworker und den werde ich jetzt gleich zu den Tieren hinunterstellen. Ich muss ihn, glaube ich, nur noch locken. Lässt sich nicht locken. Und der ist noch nicht bereit für den Job. Damit ich den Guten hier dazu bringe, seinen Job zu machen, muss ich, glaube ich, hier echt buddeln. Das kann doch nicht sein. Kollege, geh mal da runter. Ich weiß nicht, was der tut, aber er macht mich verrückt. Klar, nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Ich versuche ja nicht gerade verzweifelt, dem Burschen hier einen Job zu geben. Da lasse ich das erstmal stehen. Du hast fürs erste Mal einen Job. Danke. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie brauchen die Pferde hier ein bisschen was Schöneres. Das ist unpraktisch, was ich hier gemacht habe. Ja, Erna, schieb ihn mal raus. Danke. Gott sei Dank weiß Erna, was die machen sollen und was die nicht sollen. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht wirklich die Aufgabe, aber nachdem ich das beim... Also ich fand es einfach nicht hübsch, was ich hier beim letzten Mal gemacht habe. Und aus dem Grund dachte ich mir, komm, einen kleinen Stall dazu und dann das Haus für den Stallmeister, was jetzt in dem Fall ein Gerber ist. Aber der kann früher oder später auch Sattel verkaufen. Dachte ich mir, wäre eigentlich ganz passend. Und der Stall ist noch nicht der Burner, aber ich wollte ihn so ein bisschen klein und einfach in diesem Village-Stil halten. Und ich glaube, es ist okay. Wir werden noch drüber nachdenken. Jetzt machen wir da mal auf und bringen auch ein Licht an. Und dann habe ich dazugelernt, denn wenn Dorfbewohner einen Job haben, kehren sie auch dort wieder hin zurück. Das heißt, ich sollte schauen, dass ich die Jobblöcke an Stellen platziere, wo sie sich nicht unbedingt gleich umbringen. Jetzt aber noch was Wichtiges, dass die Guten hier auch was zum Trinken haben. Fantastisch. Und da würde ich gerne noch so ein bisschen grobe Erde reinpacken. Ich habe allerdings keinen Kies und weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich Kies herkriegen soll, außer vielleicht hier innen. 39 Stück muss fürs erste Mal reichen. Immer und immer wieder Holz fällen. Holz brauchen wir so viel. Aber es zahlt sich aus. Die Holzreserven lassen nicht nach. Jetzt laufen da gerade so viele kleine Kinder rum. Jetzt checke ich einmal, haben wir die 18 Dorfbewohner erreicht? Yes! Ja, und wieso haben wir die Aufgabe nicht erledigt? Kann es sein, uns fehlt noch ein Wohnhaus? Oh Mann, ich dachte, wir haben die Aufgabe erledigt. Uns fehlt noch ein Wohnhaus. Okay, wird gebaut. Ein weiteres Wohnhaus würde ich, glaube ich, hier hinstellen. Und dann habe ich hier auch gerade schon so einen Weg angefangen, weil der immer hier entlang rennt. Ich muss nur schauen, wenn ich hier ein Wohnhaus hinbaue, dass das dann entsprechend noch hinpasst. Aber ich glaube, das kriege ich hin, wenn ich hier so einen kleinen Weg einfach entlang gehen lasse. Es gibt hier so eine kleine Gasse an den Häusern entlang. Und ich stelle hier gleich das nächste große Haus hin. Und dann können wir uns auch gleichzeitig Gedanken machen, wo kommt denn die Schmiede hin? Wir wissen, wir müssen sie an den Fluss stellen. Also vielleicht wirklich direkt hier. Ah, die Bäume sind auch wieder gewachsen, sehr gut. Das wäre dann ein etwas größeres Haus. Und da würde ich auch rechts und links Betten reinpacken, um auch mehr Dorfbewohner unterzubringen. Die Frage, ob es dann hinten jetzt noch einen Balkon raus gibt, etc. Aber das können wir dann immer noch klären. Grundriss dafür wäre gebaut. Jetzt mal kurz überlegen, wo die Schmiede am besten hinpasst. Die Schmiede, glaube ich, setze ich an die Stelle hier hin. Weil wenn ich sie hier hinbaue, ist schon sehr weit abseits fürs Erste. Was tust du? Warum läuft ein Dorfbewohner ganz darauf? Das verstehe ich einfach nicht. Komm da runter, ohne dich umzubringen. Ey, die machen mir echt nur Sorgen. Einen wunderschönen guten Morgen im Dorf der suizidgefährdeten Dorfbewohner. Ey, es ist echt schlimm. Muss das denn sein? Oh, aber Paluten war da und hat gesagt, wir können alle wandern gehen. Ist gut für die... Ja. Überlasst es den Leuten, die es... Egal. Was ich jetzt mache... Den Grundriss habe ich gebaut. Wir bauen jetzt gleich hier dieses Haus und wir lesen auch gleich den Brief von Klim. Ich möchte nur zuallererst hier ein, zwei Arbeitsblöcke für die Dorfbewohner hinstellen, dass die schon gleich wissen, auf was sie sich hier bei der Schmiede einstellen können. Weil wenn der groß ist, der da, dann wird es mal ein Schmied. Damit hätten wir mal alle nützlichen Arbeitstische für die Schmiede und die platzieren wir jetzt. Den Schleifstein platziere ich mal hier, weil ich am ehesten möchte, dass wir einen Waffenschmied bekommen. Und dann kommt der Ofen irgendwo da rein. Ich den vielleicht wahrscheinlich sogar so in die Außenwand integriere. So. Und den Schmiedetisch platziere ich, glaube ich, noch nicht. Und dann ist es Zeit, Klims Brief zu lesen. Moin, Kroko.
Ich hatte gehört, du baust das Bergdorf aus. Nachdem du da sicher viel Holz brauchst, habe ich meine Jungs in den Wald nördlich des Ostdorfs geschickt. Sie sind wirklich prima Holzfäller. Komm gern vorbei, dann machen sie ein gutes Angebot. Beste Grüße, Klim. Oh, das hört sich ganz so an, als würden wir in Zukunft Hilfe bekommen beim Holzhacken. Das ist ja mega. Wohin müssen wir? Nachdem du sicher viel Holz brauchst, habe ich meine Jungs in den Wald nördlich des Ostdorfes geschickt. Perfekt. Wissen wir, wo wir aufbrechen. Bevor wir allerdings aufbrechen, nutzen wir noch das schlechte Wetter, um ein Haus zu bauen. Wenn das fertig ist, bin ich nämlich auch schon glücklich. Und dann ziehen wir los und schauen, wo wir das Holz herbekommen. Oh, heute mal ein Sonnenuntergang. Man sieht ihn gar nicht mehr. Naja, was sagt ihr? Haus, würde ich mal sagen, ist soweit eigentlich fertiggestellt. Du könntest theoretisch auch da drin schlafen, aber noch ist kein Bett drinnen. Wo wohnst du? Ah, du wohnst eh hier, ne? In der Nähe von der Schmiede. Das passt ganz gut. Wir müssen es noch einrichten, das Haus. Das machen wir. Vier Betten? Sollen wir da vier Betten und vier Truhen reinbauen? Ja. Stellen wir die doch wirklich ganz simpel so. So auf. Und hier drüben das Gleiche. Ein Haus für vier, für eine vierköpfige Familie. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Holzfällern, rüste mich vorher noch aus und schau vorher, ja genau, nochmal die Einwohnerzahl an. Wir haben schon wieder einen verloren. Wir hätten nämlich die Aufgabe schon längst erledigt haben müssen, aber nein, irgendeiner der Dorfbewohner hat sich wieder irgendwo geopfert. Es ist echt ärgerlich mit diesen Dorfbewohnern. Mann, ich gebe echt mein Bestes hier, aber wenn ihr so lauft oder so rumhüpft, kann ja nichts werden. Irgendwo da oben kommen sie immer um. Ich glaube, ich muss meinen Buchständer da wegpacken. Die Leute wollen immer dahin und bringen sich dabei um. Sucht dir bitte einen anderen Job. So, ich wollte mich ausrüsten, wenn wir zu den Holzfällern losmarschieren. Und eigentlich nur den Bogen noch mit einpacken. Schwert? Nee. Wir haben die Axt im Zweifel. Und schon sind wir im Ostwald angekommen. Ob das nachts eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Aber sind wir mal ehrlich, nur gute Ideen haben wir sowieso nicht. Nördlich vom Ostwald wäre diese Richtung. Ist das der Nordstern? Das wäre ja cool, aber ist er nicht. Wir suchen die Holzfäller im Ostwald. Oh, da ist ein Weg. Da sind abgehauene Bäume. Da, wir haben sie gefunden. Tam, tadada. Und wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Und wir haben eine Nachricht hier. Gut, die Holzfäller hätten wir mal gefunden. Ich frage mich nur, wo sie sind. Ich vermute, wir kriegen mehr Infos bei der Nachricht, aber noch fühle ich mich hier nicht so sicher. Moin, Kroko. Solltest du das hier lesen, pass besser gut auf dich auf. Ich musste meine Jungs vorerst abziehen. Hier im Wald gibt es eine Bestie. Wenn du sie besiegst, kannst du dir gerne die Kiste mit Holz nehmen. Meine Holzfäller kommen zurück, sobald der Wald sicher ist. Pass auf dich auf. Klim. Wir bekommen also eine Kiste mit Holz? Ah, das wird dann wohl dieses sein. Wir müssen nur die Bestie besiegen. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir sind tipptopp gerüstet. Naja gut, wir haben keine Rüstung. Aber hey, wir werden ja wohl eine Bestie besiegen können. Die Frage ist nur, wo finden wir die Bestie im Wald? Wenn sie die Holzfäller angreift, muss sie ja irgendwo in der Nähe sein. Ah, schaut mal, hier drüben wurde auch Holz gefällt. Da fällen sie wohl die Fichten. Da ist sie, die Bestie. Wir haben sie. Komm her, du Bestie. Ja gut, wer hätte es gedacht, die ist es nicht. Sag mal, bist du die Bestie vom Ostwald? Nein? Aber du hast auch Angst vor ihr. Verstehe ich. Vermutlich wird die Bestie des Nachts rauskommen und jetzt ist Tag. Das heißt, vielleicht haben wir Glück und sie hat sich in irgendeine Höhle zurückgezogen und wir finden irgendeine Höhle. Da haben wir schon eine Höhle gefunden. Das ging ja schnell. Da kommt doch keine Bestie rein und raus. Das wäre ja eher ein Bestchen. Nee, oder ein Höhlenwurm. Immer dran denken, ein paar Ressourcen mitnehmen, wenn man schon dabei ist. Da haben wir nochmal einen... Ich habe die Höhle gefunden. Liegen Knochen und Blut. Da ist sogar ein Totenkopf. Es scheint ja wohl doch eine große Bestie zu sein, nicht wahr, oder? Ernsthaft? Kann ich den überhaupt besiegen? Ich meine, ich habe nur eine Goldrüstung. Oh, wir wurden entdeckt. Komm her, du Mistviech. Ja! Die Bestie! Auftrag erfüllt! Nice! Dann gehe ich mal schwer davon aus, dass da keine weitere Bestie drinnen ist. Ich hatte gehofft, da liegt jetzt irgendein toter Ritter mit irgendwie genialer Ausrüstung oder so. Naja, aber wir haben die Holzfäller, das heißt, der gute Klim kann uns die Holzfäller wieder schicken. Das ist ja schon ziemlich nice. Und wir gehen mal ganz gemütlich unseren Reward abholen.
Das haben wir erledigt. Dann nehme ich das diesmal mit, weil sonst verwirrt es mich beim nächsten Mal wieder. Und das dürfen wir auch einsackeln. Das kommt uns sehr gelegen. Denn das Holz können wir gleich verwenden, um die Schmiede zu bauen. Und aus dem Grund würde ich auch zurückdüsen. Wir haben noch zwei Aufgaben zu erledigen. Wir brauchen mehr Dorfbewohner und wir müssen die Schmiede wieder aufbauen. Wohin führt der Weg eigentlich? Ich vermute mal einfach nur ins Ostdorf. Ja. Okay, bei Gelegenheit schauen wir zurück zu den Holzfällern. Vielleicht ist dann auch ein Holzfäller da, mit dem wir Geschäfte machen können. Aber jetzt möchte ich schauen, dass wir unser Dorf vorantreiben. Wir haben wieder 18? Yay! Und damit auch die Aufgabe erledigt. Die Frage ist, haben wir die Aufgabe wieder nicht erledigt, wenn sich der jetzt zum Beispiel wieder umbringen geht? Wieso hat der einen Drang, da raufzulaufen? Muss ich das echt komplett absichern, dass der da nicht mehr raufläuft? Traurig. Und damit wäre die letzte Aufgabe auch noch erledigt. Können wir uns bitte darauf einigen, dass die Schmiede total cool ist? Ich habe jetzt das Rad aus Fichtenholz gemacht. Ein bisschen höherer Kontrast und sind wir mal ehrlich, es ist auch die ganze Zeit nass. Also es ist ein dunklerer Holzton wie der Rest außenrum. Finde ich eigentlich ganz cool. Das Feuerchen gefällt mir auch ganz cool mit den eingebauten Öfen da unten. Ein Amboss fehlt noch. Kommt vielleicht noch bei nächster Gelegenheit hin. Unser Schmied ist schon fleißig am Arbeiten. Nach so einem wunderbaren Arbeitstag oder mehreren Arbeitstagen gibt es doch nichts Feineres als ein... Wir reden einfach nicht drüber, okay? Wir reden einfach nicht drüber. Ich bin froh, dass ich die Aufgabe abgeschlossen habe. Wir öffnen die Kiste und schauen, wie viel Steuern wir kassiert haben. What? Unmengen. 3 Stacks und ein bisschen. Das ist mega genial. Wir brauchen einfach noch mehr Dorfbewohner. Das Erste, was wir heute tun sollten, ist definitiv mal checken, was die Post bringt. Und die bringt den Auftrag des Königs und noch irgendein mysteriöses Bundle. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Die neue Schmiede gefällt dem König sehr gut. Seine Majestät hat zur Unterstützung 2 Minenarbeiter gesandt. Mit den bisher gezahlten Steuern hat der König einige Truppen ausheben können. 2 Elite-Truppen schickt er zu eurer Unterstützung. Eure Steuern werden allerdings weiterhin dringend benötigt, liefert 64 Emerald und 1 Dutzend Eisenschwerter von der örtlichen Schmiede. Denkt daran, Wege lagern weiterhin aus dem Weg zu gehen, wir wollen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf das Bergdorf lenken. Ihr hört von mir, der Bote. Alles klar, das heißt, das ist unsere Elite-Truppe, ich hab's irgendwie geahnt, wie gut. Aber wenn wir dran denken, wie diese Golems reinhauen... Das ist definitiv eine Elite-Truppe. Ob ich die zur Verstärkung der Stadt hier aufstellen soll, weiß ich noch nicht. Aber vorerst werde ich sie sicher verwahren und irgendwo hier zu meiner Ausrüstung legen. So, ich habe das neue Aufgabenbuch bereits auf den Ständer gelegt und können wir mal ganz kurz drüber reden, wie teuer die Steuern sind. 64 Emeralds sollen wir zahlen und 1 Dutzend Schwerter, um keine Aufmerksamkeit erregen, was auch immer das bedeuten soll. 64 Emeralds. Und 1 Dutzend Schwerter. 1 Dutzend sind übrigens 12 Stück. Ey, das kann nur schweineteuer sein. Und wenn ich damit jemals fertig werden will, heißt das auch, ich muss an meine ganz eigenen Finanzreserven. Jetzt ist dahinter gerade schon wieder ein Dorfbewohner gelaufen. Was soll denn das? Das ist einer der Minenarbeiter. Solltest du nicht unten bei der Mine sein? Nein? Was verkaufst du denn? Oh, ich kann Kohle kaufen und für 2 Emeralds 3 Eisen? Wir machen noch dicke Geschäfte. Dann hätten wir schon mal einen Minenarbeiter gefunden. Das ist gut. Wir machen uns natürlich auf die Suche nach dem 2. Minenarbeiter und schauen auch gleich mal, wie die Schwertpreise des örtlichen Schmiedes so sind. Du musst der andere Minenarbeiter sein? Nein. Ich grüße dich, ansässiger Schmied. Ich brauche deine feinsten Schwerter. 11 Emeralds will der Gute? Boah, ich verstehe deine Preise ja, aber... Puh... 11 mal 12 grob gerechnet ist deutlich zu viel. Oh, weia. Du, der 2. Minenarbeiter, bleib mal stehen. Nee, du bist der, den kenne ich schon. Also mit Dorfbewohnern weiß ich noch nicht, ob ich warm werde. Ich laufe hier alles ab und finde... Da ist er. Wieso kannst du nicht bei der Mine sein? Wahrscheinlich hat er gerade eben frei und ich störe ihn in seiner Pause. Ah, du hast die Kohle für 2 Emeralds und Eisen 1:1. Okay. Okay. Es wird jetzt gerade Nacht. Was ich jetzt machen werde, ich werde mal die Steuern checken, schauen, was wir schon an Kohle haben und dann die ersten Schwerter kaufen. Ich meine, die müssen ja Stück für Stück an diese Steuern rankommen. Okay, 41 haben wir. Ja, das heißt, ich kann mir schon mal gut was leisten. Das Dorf kann sich auch gut was leisten. Und das sammeln wir an, um die 64 zusammenzubekommen für den König. Dauert wohl noch eine Weile. Aber wir kassieren aktuell auch 18 Emeralds pro Tag. Das kriegen wir schon zusammen irgendwie. Frühstückszeit.
So viel Rüben habe ich noch nie gegessen. Ich war auf dem Weg zum Markt, denn ich wollte bei diesem wunderbaren Wandersmann Schwerter kaufen. Hey, Kollege, komm mal her. Also 64 behalte ich für mich. Jetzt kaufen wir mal 1, 2, 3. Mehr hat er eh nicht. Okay, dann muss ich noch dreimal bei dir einkaufen kommen. Ich mache mir jetzt mal eben schnell eine Kiste. In diese Kiste packen wir alle Dinge rein, die wir bereits fertig haben, zum Liefern. Ja, stellen wir ruhig hier oben im Lager hin. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das wären schon mal 3 von 12 Schwertern. Sehr gut. Jetzt habe ich noch 64 Emerald für mich und 48 quasi fürs Dorf. Mit den 64 von mir wollte ich jetzt endlich mal schauen, was wir an Ausrüstungsgegenständen noch so anschaffen können. Ein Schwert sehe ich keinen großen Sinn dahinter. Eine Spitzhacke wäre was Feines. Für 31. Alternativ auch eine Schaufel. Oder natürlich Rüstung. Ich glaube, ich schaffe für den Anfang mal die Spitzhacke an. Weil die werden wir am häufigsten brauchen. Schaufel können wir danach immer noch. Dann haben wir noch 33 Emeralds in unserer Tasche. Und die 33 packe ich mal zu den anderen, die ich hier noch habe. Zu den 56. Ah, jetzt haben wir insgesamt noch 56. Ja, das ist gut. Bisschen was haben wir noch in der Tasche für zukünftige Projekte. Jetzt haben wir den nächsten Punkt. Wenn ich schneller an Emeralds kommen will, um die Steuern zu zahlen, sollten wir auch schauen, dass die Population weiter voranschreitet. Dazu gehören zwei Dinge. Erstens, höhere Geburten. Und zweitens, eine niedrigere Sterberate. Kümmern wir uns mal um das Einfache, mehr Geburten. Dafür müssen wir einfach mehr Vorräte und das Volk bringen. Kollege, hier gibt's was zum Essen, unsere tägliche Ration Rüben. Einen wunderguten Tag hier. Rüben, Rüben, ihr müsst nicht streiten, es gibt genug. Dann wäre Punkt 1 schon mal gelöst. Und jetzt sollten wir uns darum kümmern, noch weitere Betten aufzutreiben. Wir sind zwar mit diesem Gebäude hier noch 2 Betten im Plus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir brauchen dringend mal wieder eine Übersicht. Aber ich würde noch 1, 2 Häuschen mehr bauen. Die Frage ist nur noch, wo? Also ich sehe hier eins. Ich sehe hier aber auch noch eine Schmiede, so im Schmiedeviertel. Und dann könnte man ein Wohnhaus vielleicht hier hinstellen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass meine Holzvorräte das nicht dafür nicht ausreichen. Genauso wenig wie meine Steinvorräte. Was wir aber machen könnten, ist unser Glück versuchen und Holz kaufen gehen. Wir haben noch 48 Emeralds. Wenn wir damit die Holzfäller aufsuchen, vielleicht sind sie jetzt wieder da und wir können Holz abstauben. Ja, das probieren wir. Lass uns schnell rüber in den Ostwald gehen. Nein, er hat doch nicht gehen gesagt. Erna, wir machen einen Ausritt. Wenn man dem Weg folgt, sollte man durch den Wald genau dorthin kommen. Und da sehe ich auch schon den ersten. Hallo! Klim hat gesagt, ihr könnt mir einen guten Deal machen. Und tatsächlich, für 3 Emeralds bekomme ich 16 Oak Holz oder 12 Spruce. Das wäre ein Stack, das wäre ein zweiter Stack. Und wenn ich schon hier bin, kaufe ich auch gleich einen dritten. Spruce brauchen wir aktuell nicht so viel, deswegen noch nicht. Danke, es war mir eine Ehre. Bricht ein weiterer Morgen an und es steht ein weiteres Haus. Was ich jetzt schnell machen werde, ich düse runter zur Farm und kaufe neue Wolle, weil ich gerade die letzte Wolle in das Bett da vorne gesteckt habe. Und dann bin ich auch schon zurück und wir bauen das Haus da oben. Der Hofladen hier ist vom letzten Mal noch voll ausgeräubert. Gott sei Dank habe ich noch 20 Wolle bekommen. Mir fällt auf, die ist wirklich günstig. Jetzt aber nichts wie zurück. Und da ist es, wieder ein Haus für 2 Personen. Von außen nichts Besonderes, es sollte noch eine kleine Lichtquelle hier bekommen. Fertig. Bevor ich jetzt direkt weitermache mit den nächsten Aufgaben, die ich mir selbst gesetzt habe, gehen wir mal nach unseren Steuern schauen. Denn es gibt viele kleine, neue Kinderchen hier. Und sie entdecken gerade ein ganz neues Gebiet hier oben, das noch überhaupt nicht dorfbewohnersicher ist. Ich meine, ich habe hier ein bisschen was schon schnell gebaut gehabt, aber das alles hier wirkt... Oh. Wirklich tödlich. Ich habe das Ganze hier mal halbwegs provisorisch gesichert, auch wenn mir das hier wieder nicht gut genug erscheint. Schön ist anders, aber da ist einfach nur Puderschnee, in dem die versinken können. Da sollen die besser mal nicht hinlaufen. Hier oben habe ich auch abgesichert und hier auch überall. Jetzt aber geschwind ins Rathaus und mal schauen, was unsere Dorfbewohneranzahl sagt. 25. Ey, das war mehr als erfolgreich heute. Und da haben wir sicher auch ordentlich was eingesammelt. So, die 10 Emeralds da oben gehören noch dem Dorf. Und jetzt schauen wir mal, wie viele wir neue haben.
Wow. Die 8 lasse ich drin, 100 kann ich nämlich wunderschön wieder aufteilen. 30 an den Quadratisch, jetzt sind schon 42, noch wenige Tage. Und der König kriegt seine 64 Emeralds. Wir sollten weiter schauen, dass wir an Schwerter kommen. Dafür werde ich jetzt hier wieder die Kohle rausnehmen und schauen, dass wir Schwerter einkaufen. Ich weiß, eigentlich sollte das Geld in die Dorfentwicklung gehen, aber ihr seht ja, wir treiben das Dorf auch so wunderbar voran. Dir wollte ich nochmal 3 Schwerter abnehmen. Dankeschön. Und hier ist noch einer. Hi. Dir wollte ich gerade kein Schwert ab. 18 Emeralds. Was kann denn das? Schon nicht schlecht. Das wäre dann schon die Hälfte von dem Dutzend Schwerter, die wir erbringen müssen. Ziemlich gut. Es gibt eine Tageszeit und das muss so ziemlich um die Mittagszeit rum. Da ist wirklich jeder Dorfbewohner bei seinem Job. Er bei seinem Ofen, er bei seiner Werkbank, die bei ihren Schleifsteinen. Und es wirkt so richtig schön dörflich. Ich kaufe jetzt nochmal eine Ladung Schwerter, weil das gerade machbar ist. Und jetzt sicher Feierabend. Die Leute gehen, ey, das ist so gut, wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat. Und jetzt hat, während es bei den Jungs Feierabend wird, mache ich mich an die Arbeit. Denn es gibt einen Punkt, den möchte ich hier unbedingt machen. Dorfbeleuchtung. Wir müssen schöne Laternen aufstellen und wir müssen die Fackeln loswerden. Das Dorf ist jetzt ein bisschen schöner ausgeleuchtet, behaupte ich. Es gibt immer noch vereinzelt Fackeln, weil es einfach so viel Flächen abzudecken gilt. Und ich finde das auch nicht so ultra hübsch. Und dann kann man auch dabei mal noch ein paar Fackeln stehen lassen an ein paar Ecken. Aber im Großen und Ganzen bin ich so jetzt schon deutlich zufriedener. Was mich wieder zum Punkt bringt, Zufriedenheit. Wir haben einen König zufriedenzustellen. Deswegen sammeln wir erstmal die Steuern. Und ich 18 hatte ich im Inventar, ne? 10 für mich und 15 für den König. 57, wir sind nah dran. Ey, die Dorfeinnahmen schwinden drastisch. Aber wir müssen nochmal Schwerter kaufen. Oh nein, ich sehe es nicht ein, die mit meinem privaten Geld einzukaufen. Die kaufen wir entweder mit Dorfgeld oder mit dem Steuergeld. Aber nicht mit dem Kohle, die wir für uns brauchen. Wir rennen schließlich noch in Goldrüstung rum und haben echt viel zu erledigen. Ah, wunderbar. Wir brauchen nochmal 3 von dieser Sorte. 1, 2, 3. Vielen herzlichen Dank. Ich würde auf alle Fälle jetzt aber schon mal die Eisenschwerter an mich nehmen und wenigstens die schon mal Richtung König schicken. Den Hebel mal runtermachen, ey. Das wäre dann die erste Aufgabe für heute erledigt. Wow, das hat heute lang gedauert. Allerdings finde ich, dass unser Dorf einen riesen Fortschritt gemacht hat. Allein an den ganzen Leuten, die mittlerweile dabei sind. Die Häuschen. Ah, darf bloß kein Blitz einschlagen. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen einen Tag lang im Dorf rumgetrieben, eigentlich hauptsächlich ein bisschen umgeschaut, aus einem wunderbaren Grund. Jetzt sollten die Steuergelder reichen. 25 ans Dorf, die 13 waren vom Dorf, 10 an mich, 15 an König Quadratisch. Damit können wir dem König sehr viel Kohle zurückzahlen. Und das machen wir auch gleich mal. Hatte ich den Hebel nicht gerade nach unten gemacht? Die Schwerter sind weg und ich habe Post. Vom Opa! Ey! Opa schreibt! Hilfe, Kroko. Die Farm wurde vom Ostdorf abgeschnitten. Wegelagerer haben die Straße blockiert und die komplette Lieferung geklaut. Auch den Kutscher haben sie gefangen genommen. Kannst du ihn bitte befreien und falls möglich die übrige Lieferung ins Ostdorf bringen? Das wäre wirklich wichtig. Danke und du hörst von mir. Dein Opa. Oh weia, das hört sich ja überhaupt nicht gut an. Opa braucht unsere Hilfe und dem sollten wir schnellstmöglich nachkommen. Allerdings hören sich Wegelager nach sehr viel Ärger an, weswegen ich mir ganz flink Ausrüstung zusammenkaufe. Ich hole mein Erspartes und dann investieren wir. Hier ist mein guter Freund der Rüstungsschmied. Ich nehme, was ich kriegen kann. Brustpanzer, Helm, Hose und Schuhe. Es hat gerade so gereicht, aber ich glaube, wenn wir jetzt an die Wegelagerer gehen, ist es nur sinnvoll, dass wir uns auch gut ausstatten. Dann wollen wir hier mal den Bogen und ein paar Pfeile einstecken. Wir nehmen unsere Elite-Truppe safe auch mit. Und schon sind wir eigentlich bereit und gehen den Opa retten. Also wir müssen nicht Opa retten, aber wir müssen ihm helfen. Und das tun wir. So, auf der Farm scheint ja von hier oben mal alles friedlich zu sein. Er hatte ja auch nur gemeint, die Farm wurde vom Ostdorf abgeschnitten. Das heißt, Wegelagerer müssen irgendwo auf dem Weg zum Ostdorf sein. Hast du irgendwas mitbekommen? Ja, nichts. Okay, ich gehe ja schon. Also Richtung Ostdorf. Ich erwarte sie ja eigentlich irgendwo hier mitten im Wald. Die Bande Wegelagerer. Und den Kutscher befreien. Da ist einer.
Okay, den hätten wir mal flink ausgeschalten. Ihr wisst ja noch, wir haben weiterhin die Aufgabe unseres Königs mit der Mitteilung, wir sollen leise vorgehen und uns keine Aufmerksamkeit aufs Bergdorf richten. Aber hier wurde der wohl überfallen. Schaut mal, da hinten ist noch einer. Den krallen wir uns auch. Okay, den hätten wir auch erwischt. Die Frage ist allerdings, wo steckt der Kutscher? Da könnte die Lieferung drin sein. Das ist doch nicht die Lieferung. Ich meine, ich nehme, was ich kriegen kann, aber das ist niemals die Lieferung. Das ist ein Lagerfeuer. Das könnte doch... Da ist einer. Das ist ein Captain. Und da sind jede Menge. Ich muss noch schnell von der anderen Seite schauen gehen. Oh weia, kann mir keiner sagen, dass ich das da unten ausräumen kann, ohne dass die Alarm schlagen und ohne dass ich danach ordentlich Aufmerksamkeit errege. Die Entscheidung ist eindeutig. Damit holen wir uns Unterstützung zum Angriff! Ihr müsst da runter, Jungs! Nieder mit ihnen! Boah, sind da viele! Boah! Oh, ich habe das Golem getroffen. Okay, wir haben kleine Niederlage, haben wir erlitten. Aber eine unserer Elite-Truppen ist uns erhalten geblieben. Gleich mal repariert. Das war eine bittere Schlacht. Hi, Kutscher, wir holen dich hier raus. Und da ist auch die Lieferung, die sie meinem Opa abgenommen haben. So, mein Bester, ich komme dich gleich retten. Check nur noch. Das war ich. Cool. Nicht alle Kisten sind leer, wie mir schon. Oh, Pfeile. Milch kommt mir sehr gelegen. Was für ein Zufall. Nice. Bad Omen-Effekt. Sind wir los? Da war die Lieferung vom Opa drin. Die anderen Kisten sind alle leer. Ich würde sagen, den Kutscher können wir jetzt mal befreien. Komm raus. Dann hätten wir schon mal eine Aufgabe erledigt. Jetzt müssen wir die ganzen Sachen hier wegtransportieren und zum Traden bringen. Wie transportiere ich denn das alles? Wandel fast ja auch. Oh Gott, wie mache ich denn das? Ich laufe zweimal. Ich saus jetzt rüber ins Ostdorf, mache meine Verkäufe und komme dann wieder zurück und hole den Rest. Die große Frage ist jetzt tatsächlich, wie wird denn der König darauf reagieren, dass ich mich quasi seinen Befehlen widersetzt habe und die Wegelager einfach angegriffen habe? Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Pünktlich zum Morgengrauen bin ich im Dorf angekommen. So, lasst mal hier die ersten Deals abschließen. Der erste Teil wäre schon mal verkauft und 29 Emeralds habe ich meinem Opa schon mal reingeholt. Hol mir die zweite Charge. Ey, noch so einer? Ein Räuber? Kurzen Prozess gemacht. Warum sind die jetzt schon mitten auf der Straße? Die denken sich aber auch gar nichts mehr. So, dann nehmen wir den letzten Restchen. Kriegen wir überhaupt alles rein? Nein, drei Sachen nicht. Wir können sicher irgendwas loswerden, was wir nicht mehr brauchen. Das brauche ich nicht. Helm ziehe ich an. Die Banner brauche ich auch nicht. Dann würde ich meine Elite-Truppe nur ungern hier lassen und nehme sie am besten mit. Hier wurde der Kutscher überfallen, der Arme. Und da sollten wir wahrscheinlich die Straße auch wieder frei machen. Wenn wir schon hier sind. Straßenschäden reparieren. Und wir gehen weiter. Hallo, hallo, hallo. Es ist wie immer schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, das gleiche gilt für Sie. Und die letzten Kartoffeln noch verkaufen. Fantastisch. Damit bekommt Opa ein Stack und 15. Der macht schon einen guten Verdienst mit seiner Farm mittlerweile. Der Plan ist jetzt, ich mache mich mit dem Golem auf ins Bergdorf und wir schauen, ob der König sich gemeldet hat und welche Aufträge wir für heute bekommen. Hier habe ich schon jede Menge Elite-Truppen, 4 Stück. Und jetzt kommt noch eine 5. dazu. Ich sortiere ganz fix ein paar Sachen hier ein, habe Gott sei Dank ein paar Steaks erbeuten können, dann muss ich nicht immer nur Rüben essen. Und auch meine Ausrüstung kann ich wieder hier unten hineinlegen. Und dann düsen wir rauf zum Briefkasten, um dem Opa seine Sachen zu schicken und zu schauen, ob wir Nachricht vom König haben. Der Hebel ist oben, das heißt, wir haben Post. Und schauen wir doch mal, was es heute ist. Was? 5 Briefe? Bürgerwünsche? Okay, also erstmal packen wir unsere Post an den Opa hier rein und dann schauen wir mal. Von Anni, von Isa, von Konerb, Lama und Linia? Okay, ich würde sagen, spicken wir doch in die erste gleich mal rein. Hallo Kroko, unser Dorf braucht dringend eine Gaststätte, in der sich Wanderer und Händler ausruhen können. Liebe Grüße, Anni. Die Nacht geschlafen und es ist klar, die Bürger haben mir Aufgaben gestellt. Und ja, die Bürger sind natürlich hier unten überall fleißig unterwegs. Aber letztendlich kommen die Aufgaben natürlich von euch aus der Community. Ich habe mir die herausgepickt, die mir am meisten zugesagt haben und habe sie jetzt hier
in kleinen Quests verwurstelt. Lasst euch überraschen, was ihr mir für Aufgaben gegeben habt. Und wir fangen, glaube ich, so ziemlich mit der schwersten an, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch nicht, was mich sonst so erwartet, aber heieiei, ein Gasthaus? Wirklich? Wohin? Am liebsten würde ich ein Gasthaus ja hier unten an den Markt bauen, aber da ist nirgendwo mehr ein freies Plätzchen. Ich werde mal eine erhöhte Position dort oben einnehmen und dann aufs Dorf blicken und mit euch überlegen, wo die Gaststätte hinkommt. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Betten und Unterkünfte. Dann haben wir hier unten eine Metzgerei. Wir haben hier den Stall mit den Esel und dem guten alten Gaul. Wir haben die Schmiede, wir haben die Minen. Wir haben hier oben unsere Rohstofflager, unser Lager im Allgemeinen hier drüben. Und natürlich den Marktplatz hier mittig. Ich habe das Gefühl, wir haben die meisten freien Flächen bereits mit Häusern gefüllt. Aber ich glaube, ich habe eine passende Idee. Dieses Gebäude funktioniert eh nicht so, wie es soll. Wenn wir das zur Gaststätte umbauen und dem Bewohner, der hier drin wohnt, einfach ein anderes Gebäude anbieten, ich glaube, dann sind wir gut unterwegs. Da ist sie, unsere kleine, aber feine Taverne. Und diese Aufgabe ist damit auch abgeschlossen. Schaut mal, hier außen, sie lebt von den draußen Sitzplätzen. Hier ist viel Platz, auch eine gemütliche Ecke da hinten und so. Und wenn man reinkommt, gibt es hier den Tresen, ganz Mini-Kochstelle und wenige Sitzplätze. Wichtig aber, eine Etage weiter oben ist natürlich ein Schlafplatz, den es zu vermieten gilt. Keine Sorge, auch in den Dorfwohner hier habe ich gedacht, der bekommt seine Unterkunft. Dort oben. Anni haben wir erledigt. Machen wir uns als nächstes an die Aufgabe von Lama Sch. Servus, Koko. Die Abhängigkeit von der Farm kostet uns einen Großteil der Steuern. Lege noch ein paar kleine Felder an. Das würde das Dorf sehr entlasten. Es grüßt Lama Sch. Alles klar. Kleine Felder? Oh, wow, 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 wow. Wenn mich da der Opa mal nicht schimpfen wird. Aber hey, alles fürs Dorf. Und wenn ich so einen Blick in meine Kiste reinschmeiße, haben wir Weizensamen ohne Ende, Rüben sowieso, Kartoffeln und das reicht. Machen wir 3 Felder. Ein Rübenfeld, ein Weizenfeld, ein Kartoffelfeld. Sollen wir da auch wirklich 3 Farmer unterbringen? Ja, wir geben 3 Farmern die Möglichkeit, in unserem Dorf zu wohnen. Eine Stelle habe ich schon lange im Blick. Das ist die hier. Hier passiert irgendwie nichts. Und das ändern wir jetzt. Hier kommt die erste kleine Farm hin. Feld Nummer 1 steht damit. Weizen. Nächstes Feld? Rüben oder Kartoffeln. Spielt keine Rolle. Platz brauchen wir. Und da haben wir auch schon Farmer, oder? Das ist nicht deine Tageszeit, ne, zum Arbeiten, ich weiß. Sonst würde er sich sicher dafür interessieren. Und er hätte da gerne einen Weg entlang. Sollte noch mal einer sagen, ich lege nicht Wert darauf, was meine Dorfbewohner sich wünschen. Schwuppdiwupp. Er hat sich einen Weg gewünscht. Er kriegt einen Weg. Das kleine, aber feine Rübenfeld habe ich jetzt hier unterhalb da beim Metzger vor der Höhle, wo wir damals in der ersten Folge den Dieb gefunden haben, angeordnet. Schauen wir mal, ob es früher oder später einen Farmer gibt, der auch dieses Feld bewirtschaften möchte. Dann bleibt nur noch mein Mini-Kartoffelfeld. Ich weiß noch nicht, aber ich finde sicher einen Ort. Wir bauen das hier oben aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das direkt neben dem Schnee so eine gute Idee ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es klappt. Viele Kartoffeln waren nicht da, aber wenn doch irgendwann ein Farmer hierher kommt, dann werden es vielleicht mehr. Und damit wir noch Farmer bekommen, wirklich, haben wir echt keine Rüben mehr und gar nichts. Oh, jetzt muss ich schon Brote machen für die Leute. Eieiei, okay. Schauen wir mal, wenn ich ihnen Brote gebe, ob sie dann der Meinung sind, dass sie wieder mehr Dorfbewohner kriegen vielleicht. Ich bin für mehr Dorfbewohner, ich hoffe ihr auch. Ja, das sieht so aus, als würden wir Erfolg haben mit unserer Strategie. Wir brauchen Farmer. Ihr habt gesehen, die Aufgabe von dem guten Lama ist auch erledigt. Die nächste, bitte. Hallo, Koko. Ich war letztens auf dem Weg ins Ostdorf und sah in der Ferne Rauch. Ich glaube, die Wegelagerer kommen den Dörfern immer näher. Baue doch bitte einen Wachturm, der die Straße zum Ostdorf bewacht, sonst fühle ich mich nicht mehr sicher. Hab Dank und lieb Gruß, Lydia. Einen Wachturm also? Ich verstehe. Ich sehe nur leider auch, dass meine Holzvorräte schwinden und würde deswegen mal eben zum Rathaus gehen, die Steuern checken und im besten Fall dann zu den Holzfällen von Klüm Holz kaufen. Ich war schon einige Tage nicht mehr hier, 25 Leute und wie viel haben wir? Wow! Ins Dorf gehen satte 85 Emeralds, an den König gehen 51
und mir bleiben 34, die 18 immer noch zum Sortieren. Wir nehmen das hier mit, um Holz zu kaufen. Wir brauchen viel Holz. 30 für eine gute Axt. Wir brauchen leider neue. Da bleibt nicht viel übrig, aber wir müssen die Investition machen. Mein Inventar ist so gut wie leer. Ich würde sagen, wir nehmen für die heutige Reise mal den alten Gaul wieder. Erna darf eine kleine Pause machen hier. Der alte Gaul kommt mit. Auf zu den Holzfällern. Und weil ich hier gerade stehe, ich glaube, hier mache ich diesen Turm hin. Oder sollen wir ihn weiter unten hin machen, dass wir die ganze Straße Richtung Osten auch sehen? Vielleicht hier irgendwo? Aber ich finde ihn da oben eigentlich passend. Hier dann den kleinen Wachturm, den fände ich gut. Hallo, Holzfäller. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir kaufen jede Menge. Oh! Das sollen wir alles ausgeben, um keine Holzprobleme mehr zu haben? Komm schon, let's go. Ey, der hat sich eine goldene Nase verdient. Eine Emerald-Nase. Danke, gerne wieder. Tada! Ich stehe in meinem Wachturm und ich sehe auch bis zum Ostdorf runter. Ich sehe einen Großteil der Straße hier und ich habe vor allem auch einen Überblick hier nach hinten. Wo ich nicht ganz hinsehe, ist da natürlich um die Ecke und ich sehe auch nicht den Weg hier runter. Aber im Zweifel kann ich mich ja auch ein Stück weit bewegen, wenn ich Wache habe. Und ich finde, es passt so im Stil so ein bisschen rein. Sehr einfach gehalten, aber wieder eine Aufgabe erledigt, heißt die nächste Aufgabe. Jetzt ist Isa dran. Moin, Kroko. Wenn du den Fluss etwas bepflanzt, dann haben wir sicher auch bald Fische darin schwimmen. Mit einer kleinen Fischerhütte könnten wir dann auch mal etwas anderes essen als immer nur Rüben. Liebe Grüße, Isa. Oh, Isa, gefallen die Rüben nicht? Ach, Isa, na gut, ich habe doch schon Kartoffeln und Weizen angepflanzt. Jetzt werden wir aber langsam dekadent, aber okay. Fischerhütte an den Fluss, Fluss schöner, gleich zwei Aufgaben. Kriegen wir hin. Um die Aufgabe zu meistern, brauchen wir auf alle Fälle Knochenmehl. Fische werden trotz alledem da nicht spawnen, aber wir können so tun, als würden dort Fische spawnen. Wir könnten auch eine Angel mal mitnehmen und nachweisen, dass Fische in dem Fluss schwimmen. Hi, Kleiner. Wir haben schon wieder Nachkommen. Fantastisch. Noch einen. So muss das laufen. Werdet groß und werdet farm. Ich sag nichts. Fischerhütte wäre ja wohl gut, wenn die hier steht. Aktuell hatten wir ja so eine Mini-Fischerhütte hier oben, aber die hat halt nur so einen Teich hier. Das macht wenig Sinn. Aus dem Grund kommt jetzt hier unten eine schöne hin. Ich habe Blumen mitgebracht. Oh, habe ich viele Blumen mitgebracht, um auch das Flussufer schön zu gestalten. Und wir haben natürlich 30 Knochenmehl, mit dem wir jetzt mal im Fluss ein bisschen hübscher machen können. Und jetzt mache ich noch ein bisschen das Flussufer mit den ganzen Blumen, die ich hier habe. Tada! Und eine Aufgabe, Fluss verschönern, wäre damit recht einfach abgeschlossen. Natürlich könnten wir die Fischerhütte auch weiter hinten platzieren, aber ich bin froh, wenn wir alles so ein bisschen näher Richtung Dorf anordnen, weswegen ich wirklich hier an die Stelle rangehen möchte. Und deswegen bauen wir die Hütte hier hin. Eine weitere Aufgabe ist hiermit abgeschlossen und wir haben eine süße kleine Fischerhütte dort unten stehen. Ich habe auch ein Bett reingepackt etc. Und ich wollte noch eine Sache anmerken. Jetzt düsen sie schon wieder alle ins Bettchen, aber es ist so schön zu sehen, ein Dorf, das wirklich funktioniert in Minecraft. Und das tut das hier. Die Dorfbewohner haben Arbeitszeiten, haben Zeiten, zu denen sie sich versammeln und haben Zeiten, wo sie schlafen oder rumwandern. Und am schönsten ist die Zeit, wenn sie hier alle zusammenkommen, nette Gespräche halten und dann abends wieder in ihren Häuschen verschwinden. Und jeder hat einen Schlafplatz. Ups, sorry, schlaf ruhig. Die Aufgabe von Isa haben wir damit erledigt und widmen uns jetzt noch der Aufgabe von Konerb. Sehr geehrter Herr Krokodil-Andy, ich habe einen Freund, der sucht aktuell eine neue Bleibe. Der Dschungel, in dem er wohnt, scheint ihm nicht mehr zu gefallen. Wenn du ihm ein Haus baust, wird er sicher einige Schätze aus dem Dschungel mitbringen. Höchste Grüße, Konerb. Okay, noch ein Wohnhaus. Na gut, das haben wir gleich erledigt. Nach getaner Arbeit was gegessen und schaut euch das an. Einfach, aber perfekt für unseren neuen Dorfbewohner aus dem Dschungel. Ich habe das so eingerichtet, ne? Was hört sich doch nach einem Dschungelhändler an, dass der hier auch gleich dann stehen kann und Dinge verkaufen kann. Fände ich eigentlich ziemlich nice. Dann wird die obere Seite des Dorfs auch mal ein bisschen mehr belebt. Dafür habe ich auch schon ein paar Ideen, mal schauen, ob ich die in Zukunft umsetzen kann. Oh, und Post haben wir auch schon wieder.
Oh, genau. Wir wissen ja noch gar nicht, wie der König reagiert hat. Weil beim letzten Mal hatten wir uns ja nicht an seine Aufgabe gehalten. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Der König ist erzürnt, dass ihr euch über seinen Befehl hinweggesetzt habt. Auch wenn die Beweggründe nachvollziehbar waren. Die Krankheit in eurem Dorf scheint die gerechte Strafe für euer Handeln zu sein. Der König sieht daher von weiteren Maßnahmen ab. Bis alle Dorfbewohner wieder geheilt sind, steht euer Dorf unter Quarantäne. Niemand außer euch darf hinein oder hinaus. Bitte trefft entsprechende Vorkehrungen. Ihr hört von mir. Der Bote. Entschuldigung? Was? Was? Die Krankheit in eurem Dorf scheint die gerechte Strafe? Welche Krankheit? Schaut doch alles recht friedlich aus. Das ist neu. Oh, weia, ich bin ins Rathaus gelaufen. Wir haben nur noch 17 Einwohner. Hatten wir nicht 27? Was ist denn da passiert? Wo kommst denn du angelaufen? Was ist los? Der schaut aus, als hätte er irgendeinen Geist gesehen. Nein. Wir haben die Zombie-Seuche. Aber euch geht's gut, ja? Euch geht's auch gut? Und nein, 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 nein. Ihm geht's gut. Achtung, wir sind krank. Oh, da lauf. Oh nein. Was ist hier passiert, Mann? Wie konnte das passieren? Okay, checken wir noch. Ich hab's mir gedacht. Ihr auch? Das sind hier drei. Da oben waren 4, 7. Und wie viel waren dem Haus drinnen? Sieht mir auch so ungefähr nach 3, 4 aus. Also 10 bis 11 Dorfbewohner sind krank. Ich glaube, wir haben zu tun. Bevor wir jetzt Panik schieben, schlafen wir erstmal eine Nacht drüber. Dann legen wir das Buch hier drauf und schauen uns konkret unsere Aufgaben an. Dorf abriegeln und Heilung für alle. Dann wissen wir doch, was wir an so einem schönen Morgen tun. Wir begeben uns ins Lagerhaus und schauen, welche Materialien wir am besten verwenden können, um das Dorf abzuriegeln. Ich hatte auf mehr rote Wolle gehofft. Nachdem da nicht genug da ist, machen wir eine ganz klassische Geschichte mit Schildern, denke ich. Zuallererst mache ich hier oben am Pass zu. Das ist ja eine relativ einfache Geschichte. Achtung, Zombie-Seuche, Durchgang verboten. Ich finde, kriegt man klar mit und jedem ist klar, dass wir hier aktuell keine Besucher wollen. Jetzt düsen wir noch auf die andere Seite rüber und machen das dort ebenfalls. Hier halte ich es fast für sinnvoll, vorne an der Brücke zuzumachen. Oder hier, wenn man den Weg raufkommt. Wahrscheinlich ist es sogar gar nicht doof, wenn wir gleich hier Schluss machen. Achtung, Zombie-Seuche, Durchgang verboten. Auch hier ganz klare Meldung. War der Hebel schon oben? Ich vergesse ihn immer runterzumachen. Post für Kroko von Lady Kroko. Okay. Und die Karte zur Goldmine? Alles klar. Hallo Schatz, wie geht es dir? Ich habe gehört, ihr habt die Zombie-Seuche im Dorf. Mit den richtigen Tränken und goldenen Äpfeln kannst du sie aber wieder in den Griff bekommen. Gold findest du vielleicht in der verlassenen Goldmine. Ich habe eine alte Karte besorgt, damit du die Mine findest. Nach dem Unfall damals ist aber nie wieder jemand dorthin gegangen. Pass gut auf dich auf. Ich hab dich lieb. Lady Kroko. Alles klar. Letztendlich hat sie uns in die richtige Richtung gestupst. Wir brauchen goldene Äpfel, Tränke und dann können wir die Dorfbewohner wieder heilen. Gold bekommen wir in der Goldmine und die befindet sich nördlich von uns? Scheint so, ja. Äpfel können wir höchstwahrscheinlich in der Farm kaufen. Da sollten wir auch noch gleich hingehen. Und Tränke natürlich bei der Hexe. Ich besorge mir ein paar Emeralds und dann gehen wir zur Hexe und kaufen Tränke. Und wir kaufen Äpfel. Erst Äpfel, dann Tränke. 40 von den Emeralds gehen mal wieder an den König. Wisst ihr noch, wofür die 51 waren? Waren die auch für den König? 16 gehen in meine Tasche, 24 ins Dorf. Ich nehme die Dorf 64 mit. Meine lasse ich da drin. Die müssen wir noch einsortieren. Die sind wahrscheinlich für den König. Und 64 sollten hoffentlich reichen für Tränke. Also, wir hatten gesagt, 10, 11 Dorfbewohner sind krank. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle 12 goldene Äpfel ranschaffen. Die kriegen schon wieder neue Kinder, weil dann haben wir die Krankheit noch gar nicht im Griff. Und dementsprechend, schauen wir mal, wie viele Tränke. Da schmeißen wir einen Trank rein, der einen zweiten. Das Haus versuchen wir mit einem dritten hinzubekommen. Vielleicht ein vierter, aber ich glaube, 3 reichen. Und bei den Metzgern unten auch. Also 4 Tränke sollten wir schauen, dass wir bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke, wir werden die Reise heute nicht alleine antreten, sondern wir nehmen Erna mit. Erstmal zur Farm und dann weiter zur Hexe. Und da sind wir auch schon am Hofladen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es wurde nicht zu viel versprochen. Hier kann ich Äpfel kaufen. 12 Stück hieß es. So rot wie bei Schneewittchen. Anna, wir haben alles. Wir können weiter zur Hexe. Ist
So, wir müssen hier durchs Ostdorf und dann hinter in den Düsterwald. Servus, wir sind nur auf der Durchreise. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müssten wir jetzt eh gleich bei der Hexe ankommen. So, werte Erna, ich stell dich jetzt mal hier ab. Und den Rest würde ich jetzt zu Fuß weitergehen. Und da ist er. Der Hexenstoll. Scheint friedlich zu sein, wie immer. Keine Monster, keine Hexe. Gehen wir rein. Irgendwie, sie ist echt nett, die Hexe, aber irgendwie habe ich immer Respekt, da reinzugehen. Vor allem, es wirkt immer so gedrückt hier. Klar. Und wie jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, ist sie nicht da. Jedes Mal. Ist jedes Mal das Gleiche. Nachricht ist wahrscheinlich auch noch die gleiche. Nein, wohl nicht. Ich weiß, du brauchst etwas von mir, so helfe zuerst einmal hier. Vor meinem Stollen musst du schauen und aus dem Nest ein Lager bauen. Mit Regalen soll es sein, da kommen dann die Tränke rein. Nach der Arbeit mit etwas Glück bin ich vom Reisen bereits zurück. Wir müssen das Hexenlager bauen. Und es stand irgendwas, vor meinen Stollen musst du schauen, dort sollst du ein Lager bauen. Sehe nichts. Ah, hat die Hexe hier weitergemacht. Okay, das ist wahrscheinlich das Nest hier, das Spinnennest, das hier gemeint ist. Oh, okay, sie will ein kleines Lager für ihre Tränke. Bauen wir doch. Und wieder eine Aufgabe ist erledigt. Das Lager ist zwar leer, aber meine Aufgabe war es auch nicht einzuräumen. Schließlich weiß ich nicht, was die Hexe für Sachen hat und hier haben reinräumen möchte. Ich habe hier eine kleine Sitzecke eingebaut. Die ganzen Totenköpfe, die ich hier gefunden habe, einfach ins Lagerregal gestellt. Viele Regale hier auch seitlich angebracht. Jetzt kommt man mir rauf. Da in der Kiste hat sie mir übrigens ein paar Rohstoffe zur Verfügung gestellt. Das möchte ich nicht so haben. Und beim Ausgang habe ich mir natürlich auch was gedacht. Ich habe mir gedacht, das dichten wir nur mit so einer Platte ab. Einfach so eine Holzplatte, damit es nicht reinregnet. Und eine Öffnung, über die man hinuntersteigen kann. Ich habe eine Aufgabe erfolgreich erledigt. Jetzt habt ihr eine Aufgabe. Wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne liken. Und wenn ihr neu seid, unbedingt abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wir schauen jetzt zur Hexe und schauen, ob sie schon da ist. Tür ist offen, scheint wohl so. Da ist sie, die Gute. Und wie sich ihre Nase bewegt. Oh, und wir können direkt mit ihr handeln. Weakness, ein Trank, der vorwiegend zum Heilen der Zombie-Seuche verwendet wird. Und Feuerresistenztrank, ein Trank der besten Hexenqualität. Wir brauchen 16 Poppies und 8 Brown Mushrooms. Ey, ist dir bewusst, dass wir 4 Tränke von dir kaufen wollen? 4x8 ist 32, 32 Mushrooms und 64 Poppies. Wir kommen wieder. Hast du gedacht, kriegst du was umsonst, wenn du ihr die Bude baust? Aber dann schauen wir doch, dass wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir suchen die Goldmine und 32 Pilze und 64 Poppies. Pilze sammeln wir am besten noch hier direkt im Wald und Poppies dann irgendwo auf freiem Felde. 32 Stück. Okay, Pilze geht sehr flink. Das ging richtig schnell. 32 Pilze haben wir. Jetzt schauen wir uns doch mal um, wo wir diese Goldmine finden. Oh, wir sind gar nicht mehr zu sehen auf der Karte. Na, fantastisch. Und schauen, dass wir unterwegs irgendwelche roten Blumen einsammeln. Ja, Erna, wir müssen los. Komm. Wir könnten die Nacht über bei den Holzfällern verbringen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, das Bett hier war frei. Erna, die Nacht ist überstanden. Weiter geht's. Oh, wir tauchen langsam auf der Map wieder auf. Das ist gut. Noch ein bisschen nach Nordwesten müssen wir reiten, wie mir scheint. Ich bin ein bisschen überrascht. So viele rote Blumen gibt's hier gar nicht. 64 Stück brauchen wir und eine habe ich. Ich habe allerdings auch noch Knochen und Knochenmehl im Inventar. Vielleicht lässt sich damit etwas machen, dass wir leichter an rote Blumen kommen. Gibt's doch nicht. Nur gelbe. Ey, was habe ich verbrochen? So, hier. Vielleicht habe ich hier größeres Glück. Auch nur gelb. Nee, das macht ja gar keinen Spaß. Das sind zwar viele rote Blumen hier, aber leider alles die falschen. Mittlerweile weiß keiner mehr, wo ich bin, aber hier sind sehr viele. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Und jetzt einfach nochmal Knochenmehl verwenden und schon tauchen hier rote Blumen auf.
Die Blumenaufgabe ist geschafft, jetzt suchen wir das entsprechende Gold. Schaut mal, wir sind auf der Karte aufgetaucht. Und zwar mittig unten. Wir müssen von hier nach Norden. Oh, müssen wir da in die Höhle? Anna, ab hier gehe ich zu Fuß weiter. Ich hab dir Licht gemacht, ich hole dich gleich wieder ab. Wer ist denn er? Aber es sieht ganz so aus, als wäre das der Ort, wo wir... Der verbrennt auch gar nicht. Was steht da? Toter Goldarbeiter! Ach du Schande! Ich bin nicht ausgerüstet. Das Einzige, was diese toten Goldarbeiter davon abgehalten hat, die Lande zu fluten, ist das Wasser hier. Wahrscheinlich wurde das auch exakt so platziert. Oh, weia. Ich komme, um euch von eurem Fluch zu erlösen. Oder was auch immer auf euch lastet. Alle stehen sie da mit ihren Spitzhacken, hey. Oh, das ging ja fast nach hinten los. Wo kommen denn die her? Wo kommen die denn immer von der Seite her? Die machen mich fertig. Ich kriege mal einen halben Herzinfarkt. Okay, der Eingang ist soweit wieder in Ordnung. Ich bringe mal ein paar Fackeln an hier, damit nicht unbedingt was nachspawnt. Oh, hier ist das nah. Das ist definitiv die Goldmine, die wir hier gefunden haben. Da sind Minecarts. Ah, schau an. Da steckt also das ganze Gold. Noch eins. Nice. Es hat sich mehr als rentiert, hierher zu kommen. Irgendwo höre ich noch... Ah, was haben wir da? Ja, guten Tag. Wie seid denn ihr da reingekommen? Mensch, das ist ja blöd. Noch einer. Ach. Ja, ich gebe dir auch noch meine Axt, hey. So schaut's aus. Boah. Für 12 goldene Äpfel brauchen wir 96 Gold. 95 und viele kleine. Reicht. Wir sind da mal wieder raus. Anna, ich komme. Die Sonne geht auf. Wir haben es geschafft. Und ich düse zur Hexe. Aber ich glaube fast, dass ich das ohne Erna mache. Ich glaube, ich bin durch den Wald schneller, wenn ich die Erna hier lasse. Erna, du kennst alle hier. Ich bin gleich wieder bei dir. Hexe, ich komme. Ja. 4 Tränke. Die können wir uns nicht leisten, da habe ich nur 14. Vielen Dank und bis bald, liebe Hexe. Auch wenn ich immer ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich hier hinrenne, sie ist schon hilfreich, die Hexe. Da liegt es friedlich vor uns, das Bergdorf. Alter Gaul, ich bringe dir Erna. So, Erna, es war wie immer schön, mit dir auf Reisen zu sein. Aber jetzt habe ich eine Mission. Die zwei verstehen sich. Mir hättest du mal Blumen pflücken helfen müssen. Aus den Äpfeln und dem Gold zaubern wir jetzt gleich goldene Äpfel. Zuallererst machen wir mal das hier. So, und 8 Stück haben wir schon mal. Und 12 Stück haben wir. Und sogar noch ein bisschen Gold übrig. Dann nehmen wir uns diese Wurftränke ins Inventar und machen uns mal auf, die Dorfbewohner zu heilen. Guten Tag, Jungs. Ich hoffe, ich krieg's hin. Treffer. Ich hoffe, es funktioniert. Und hier euch zwei ebenfalls. Feuer. Und schauen wir mal. Es hat funktioniert. Fantastisch. Okay, ich muss hier immer stehen, dass die Zombies aggro auf mich sind. Wie hat es der drüben... Oh, lucky. Drüben hat es auch geklappt. Nice. Bauen wir die Falltüren wieder hin. Und machen uns daran, die nächsten zu heilen. Als nächstes wären hier unten die Metzger dran. Jungs, Rettung naht. Denkt dran, immer schön aggro auf mich, Jungs. Zack, und esst eure Medizin. Okay, einer ist geheilt. Es scheint zu funktionieren. Sie sind auf mich fokussiert und lassen den Dorfbewohner da drin vor Angst zittern. Yeah, nur noch einer. Geschafft! Nice. Das sieht wirklich gut aus. Dann noch die letzten von euch und wir haben die Krankheit besiegt. Das hier werden die spannendsten. Da sind 4 Stück drinnen. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich an die rankomme. Ich hole mir ein paar Blöcke, weil ich denke, ich muss übers Dach. Ich check einmal kurz die Dorfbewohneranzahl im Rathaus. 23. Mit den 4 sind wir wieder auf 27. Okay, wir schaffen das. Jungs! Löscht euch! Dann Schwächetrank. Und 1, 2, 3, 4. Ihr haltet den Fokus auf mich, nicht auf euch. Und los geht's. Einer wäre geheilt. Ich hoffe, die behalten ihren Aggro auf mich. Oh, 2 sind schon geheilt. Ja, yeah, und du auch noch. Perfekt. Oh, sie sind alle ihre Jobs irgendwie los. Aber das ist ein Problem, das kriegen wir hoffentlich wieder in den Griff. Der Hebel am Briefkasten ist oben. Es heißt, wir haben neue Aufgaben zu erledigen. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Der König sieht mit Wohlwollen, dass die Anzahl der Dorfbewohner zunimmt. Baut doch bitte ein angemessenes Rathaus. Kümmert euch auch dringend um eine zweite Schmiede.
Der König braucht erneut ein Dutzend Schwerter, denn die Banditen werden immer mehr. Das Lager zwischen Ostdorf und Farm ist auch wieder besetzt, sogar stärker als zuvor. Beeilt euch, der Bote. Der König hat gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Anzahl der Dorfbewohner. Schauen wir mal in unser aktuelles Rathaus hinein. 29 Stück an der Zahl. Das ist schon nicht schlecht. Dieses Rathaus bauen wir heute um. Eine zweite Schmiede sollen wir bauen. Das trifft sich hervorragend, haben wir eh schon vorbereitet. Den Platz, hier soll sie rein. Und als dritte Aufgabe müssen wir auch noch 12 Schwerter wieder ranschaffen. Und wie beim letzten Mal darf ich sie nicht selber schmieden, sondern soll sie kaufen. Ich glaube, der König vertraut nicht meiner Schmiedekunst. Die neuen Aufgaben sind wieder auf dem Buchständer und wir widmen uns gleich der ersten Aufgabe, dem neuen Rathaus. Bauarbeiterhelm auf und Rohstoffe holen. Wir werden sicher eine Menge Holz brauchen und Stein ist auch schon knapp. Das heißt, ich gehe zuallererst ein paar Steine klopfen. Was hast denn du da oben? Ah, du schaust nach Feinden, ja? Gut, sich da in einer erhöhten Position zu suchen. Wer es noch nicht wusste, hier befindet sich mein ganz persönlicher Steinbruch, wo ich immer wieder ein bisschen was rausklopfe. Das heißt, wir begeben uns jetzt zum Bauplatz des Rathauses und schauen uns mal an, wie wir das gestalten wollen. Ich möchte einen Turm, vielleicht, dass wir in den Turm sogar eine Treppe reinkriegen. Es hieße 5x5 wäre für den Turm nicht verkehrt. Das heißt, wenn wir diesen Teil hier schon stehen lassen, als Turm hier, würde das Rathaus dann quasi hier anschließen. Steht der Turm 3 vor oder nur 2? Nur 2, glaube ich. Dann können wir hier... ich würde bis hier hingehen. Noch 1, 2, 3 weiter raus. Das Dach steht dann 4 über, genau. Und auf der anderen Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Schluss ist hier. Dann steckt das Rathaus ein bisschen da in dem Berg drinnen. Einen Vorteil haben wir, die Dorfbewohner verirren sich nicht bis hier rauf aktuell. Das heißt, wir können hier vom Bautechnischen auch ein bisschen so bauen, dass die Dorfbewohner im Zweifel aufs Dach laufen könnten, weil sie es nicht tun werden, weil sie hier nicht raufkommen. Das würde ich jetzt mal als Grundgröße annehmen. Ich muss jetzt noch die Kasse hier verlegen. Das Einwohnerschild müssen wir dann auch woanders anbringen, aber das machen wir nachher. Für jetzt verschwinden die Daten erstmal. Oh, und wir haben nochmal Steuer bekommen. Das ist gut. Einen Tag durchgewurschtelt und schaut mal, was hier schon steht. Das Grundgerüst, sage ich jetzt mal, vom EG. Ne? Hier ist das Treppenhaus, da kommen wir dann rauf. Hier möchte ich so einen kleinen Versammlungsraum bauen. Ich bin mir echt noch nicht sicher, wie, weil der Raum ist schon recht klein. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Und dann weiß ich noch nicht, was hier passiert. Bevor ich jetzt direkt weiterbaue, weil ich möchte das Rathaus wirklich fertig kriegen, gehen wir einmal einkaufen. Und dafür nehmen wir... alles, was das Dorf zu bieten hat. Und schauen, dass wir dafür die ersten Schwerter für den König ergattern. Guten Tag, bist du ein Waffenschmied? Da ist der Kollege. Das sind beides Waffenschmiede und der verkauft nicht mal Schwerter. Aber er. Die ersten 3 konnte ich kaufen. Wir kommen wieder. Jetzt können wir gleich eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Und zwar, an welcher Stelle kommt das Buch und die Steuerkasse wieder hin. Und ich glaube, ich stelle sie hier rein. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hier die Steuerkasse hin. Und dann das Infobuch zu den Steuern daneben. Jetzt hätte ich hier echt noch gern so einen kleinen Schreibtisch drinnen. Super simpel, aber letztendlich, das ist es. Wenn man dann hier hinkommt, da sitzt so der Stadtschreiber so ein bisschen, da ist die Stadtkasse. Vielleicht setzen wir sie hier rüber. Nur so. Ja, dann können wir hier noch die Einwohnerzahl anbringen mit dich. Außer wir wollen hier ein Fenster, das müssen wir uns noch überlegen. Das Zimmer ist damit fertig, das finde ich so eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich werde die Druckplatten hier wieder los. Dann kann ich die Türen hier auch offen stehen lassen. Dann ist hier der Haupteingang. Hier kommt man rein. Und irgendwo hier möchte ich dann auch so einen Empfangsbereich haben. Das mache ich dann auch wahrscheinlich wirklich so. Da würde dann theoretisch auch jemand sitzen, der hier arbeitet. Und dann, ja, hallo, kommen Sie rein. Was haben Sie für ein Anliegen? Und bla, bla, bla. Irgendwie so. Finde ich, glaube ich, gar nicht doof. Die Frage ist, ob ich dann hier nochmal Türen einbauen sollte. Es sind ein bisschen viele Türen und ich werde sie wahrscheinlich eh größtenteils offen stehen lassen. Aber von der Logik her würde in so einem Rathaus da auch eine Tür sein, weil du ja diesen Geschäftsbereich irgendwie von dem öffentlichen Bereich trennen möchtest hier. Den Eingangsbereich mache ich auch noch ein bisschen schöner, wenn aber dann final das Dach drauf ist und ich weiß, wie das alles in einem Guss aussieht. Ich habe einen kleinen Schritt Abstand gehalten, damit man schön rüberschauen kann. Das ist jetzt mal das grobe Rathaus.
Es wirkt zwischenzeitlich noch ein bisschen wie ein Gefängnis mit den kleinen Fenstern. Aber ich habe es versucht, im gleichen Stil zu halten wie die restlichen Gebäude auch. Hier wäre es echt cool gewesen, wenn wir noch farbige Blöcke gehabt hätten von den Steinmetzen am Marktplatz. Aber die wollten ja nicht, dass wir damit arbeiten. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Details anbringen. Hier ein Vordach, hier und da noch eine Laterne. Und dann ist das Rathaus soweit fertig. Schaut mal nach oben. Oh, wir haben mittlerweile 30 Einwohner. Und wir haben hier ein Einwohnerschild und hier. Wenn wir jetzt die Treppe raufkommen, haben wir oben rechts den Versammlungsraum. Ganz easy. Noch einen Balken eingezogen, damit ich die Lampe aufhängen kann. Und hier drüben einen leeren Raum, den ich aktuell nicht benötige. Es sieht wirklich aus wie ein Gefängnis mit den Teilen. Vielleicht müssen wir einfach doch... Vielleicht sind so Falltüren besser. Schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Stückchen besser. Man könnte sich überlegen, noch mit Treppen zu arbeiten, damit man eine andere Tiefe bekommt. Ich probiere es aus, baue ein paar Details rein und dann sehen wir uns wieder. Es sind wieder 29 Dorfbewohner und ich hatte die Truhe aber schon geöffnet und wir durften schon 2x30 kassieren. Irgendwo ist zwischendrin einer abhanden gekommen. Gibt nur noch eine Art, wo Dorfbewohner sterben können und das, wenn sie den Fluss runterdüsen. Keine Ahnung, ob das passiert ist. Dabei war 60 so eine schöne Zahl zum Aufteilen. 30 gingen an den König, 12 an mich und 18 ans Dorf. So einfach war das. Und wie wir vorher schon gesehen haben, haben wir die Aufgabe mit dem Rathaus abgeschlossen. Das heißt, jetzt widmen wir uns ganz der Aufgabe der Schwerter und natürlich der Schmiede. Wir können aber nochmal einen Blick von hier oben auf das Rathaus werfen. Also wir gehen noch ein Stück weiter. Ich glaube, ich habe den Hebel diesmal runter. Wir schauen gleich. Ich will nur erst das Rathaus anschauen von hier. Passt in den Stil des Dorfs rein. Der Eingang ist auch ganz nice geworden. Jetzt aber mal geschwind ein Blick in den Briefkasten. Klimmer hat sich nochmal gemeldet. Okay, wisst ihr was? Ich besorge die Schwerter, lege mich ins Bettchen und dann lesen wir Klim seinen Brief. Gerade vorhin sage ich noch, hier verirrt sich kein Dorfbewohner her. Und mittlerweile sind die Dorfbewohner bis hier rauf vorgedrungen. Das Dorf wird einfach immer und immer größer. So gut. Ich glaube, der König kann stolz sein darauf, was wir hier schon alles geleistet haben. Ja, guten Tag, ihr zwei. Ich würde gerne mit euch über Geschäfte reden. Fantastisch. Nochmal drei. Dankeschön. Das ist einfach mit Abstand der reichste Dude hier im ganzen Dorf. Der kassiert über die Schwerter so viel Geld. Wir haben noch nie eine Aufgabe am Marktplatz gelesen. Tun wir das doch mal. Moin, Kroko. Ich habe schon lange nichts mehr von den Holzfällern gehört. Irgendetwas stimmt da nicht. Kannst du mir einen Gefallen tun und mal nachschauen, was da los ist? Beste Grüße, Klim. Okay, wir haben eine neue Aufgabe, die Holzfäller. Irgendwas scheint bei denen nicht zu stimmen und Klim hat mich gebeten, mal nachzusehen. Ich würde sagen, das tun wir doch mal eben. Dann können wir vielleicht auch schnell neues Holz kaufen, auch wenn wir nicht ganz so viele Emeralds haben. Holz haben wir tatsächlich noch weniger. 2 Stacks haben wir nur noch. Da sollten wir wahrscheinlich schon ein bisschen was mitnehmen und Holz kaufen gehen. Eigentlich könnten wir eine kleine Rundreise machen, weil Nahrung habe ich auch keine mehr. Das heißt, wir kaufen dann auch gleich Essen noch bei dem in der Farm ein. Auch wenn der mir hier gerade eine Rübe geschenkt hat. Dankeschön. Nehmen wir doch die Erna. Los geht's zu den Holzfällern. Da sind wir auch unseren Aufgaben gar nicht nachgekommen beim letzten Mal. Wir haben ja gar keine Quarantäne mehr. Gut, dass wir das gleich mal überprüft haben. Wisst ihr, was mir so ganz gerade so nebenbei einfällt? Wenn Klim sagt, er hat schon lange nichts mehr von den Holzfällern gehört, dann könnte es ja auch heißen, dass es irgendwelche Komplikationen gibt und ich hab's mir noch gedacht. Ein Räuber? So nah am Ostdorf? Warte mal. Anna, du musst mal hier kurz warten. Ich wollte gerade sagen, scheint alles ruhig zu sein, aber nein. Da ist eine ganze Party. Die patrouillieren den Wald bis zu mir vor, oder was? Da oben ist noch einer. Ey, wir müssen echt aufpassen, dass die uns nicht sehen. Aber ich sehe auch von den Holzfällern nichts. Warte mal, da oben hat sich was bewegt. Okay. Da oben könnte der Holzfäller sein. Hey, Kollege, 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 warte mal. Was ist los? Ihr wurdet überfallen? Klim macht sich Sorgen. Ihr wolltet das Lager nicht allein zurücklassen? Nein, nein, nein. Macht euch auf zu Klim. Geht zu Klim und sagt ihm, was hier los ist. Ich greife jetzt mal nicht an, weil ich habe keinen Auftrag vom König in der Hinsicht. Aber ein bisschen mulmig ist mir da schon zumute. Ich wollte doch Holz kaufen. Okay, lasst uns Erna schnappen und zur Farm gehen. Oh, und noch einen Spionageauftrag ausführen. Der König meinte am Anfang, das alte Lager, was wir leergeräumt haben, ist auch wieder besetzt. Da schauen wir noch vorbei. Liegt ihr auf dem Weg. Und da können wir schon wieder einem Dorfbewohner helfen. Die Räuber. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Noch mehr? Erna, wie geht's dir? Okay, nur ein Herz verloren. Noch einer. Noch einer? Ich muss echt dem Opa sagen, dass er auf seine Farm aufpassen soll. Oh. Oh no. Auch wieder Magier. Okay, nee. Mm-mm. Nee, Erna, Erna, wir müssen weiter. Wir müssen weiter, Erna. Schnell, es wird dunkel. Gehen wir auf die Farm.
Immerhin, die Farm scheint noch ganz idyllisch und friedlich dazuliegen. Hast du noch was zu essen für mich? Ja, ich kaufe ein paar Kartoffeln, die kann ich in den Ofen hauen. Passt auf euch auf, gell? Wir haben wieder einen neuen Morgen und wir haben mitbekommen, dass die Räuber irgendwie noch mehr geworden sind in der Gegend. Umso dringender sollten wir der Aufgabe des Königs nachkommen, erstens die Schwerter zu kaufen und zu produzieren und zweitens die zweite Schmiede in Betrieb zu nehmen. Das heißt, ich baue die Schmiede und kaufe auch nochmal eine Menge Schwerter. Für den Bau der Schmiede brauchen wir sicher wieder Holz und eventuell noch ein paar mehr Steine, aber Stein ist langsam echt knapp. Dann muss ich sonst wieder nochmal welche holen gehen. Ey, Kollege, wir müssen wieder in die... Wo ist derjenige, der mit dir einen Deal machen möchte? Was bist du eigentlich? Ich habe da eine ganz schlimme Befürchtung. Derjenige, der mir die guten Schwerter verkauft hat, ist der umgekommen. Ach, da bist du. Zum Glück. Ja, ich hatte schon gedacht, wir haben dich verloren. Dieses Dorf, ich liebe es und es ist so viel los. Und sie lieben sich auch. Es ist fantastisch. Es geht so zu hier. Es werden immer mehr Dorfbewohner. Die Orte werden immer schöner. Die Schmiede schauen wir uns gleich an. Den Ort übrigens liebe ich auch so sehr. Hier muss ich eigentlich noch eine Glocke anbringen, dass sich immer mehr Leute versammeln. Und jetzt kommen wir zur Schmiede. Die können 1, 2, 3, 4 Schmiede arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier. Aber hey, meine Dorfbewohner brauchen auch Jobs. Da ist der Kamin oder beziehungsweise der Ofen für die Schmiede. Hier kommt der noch raus für die andere. Da könnte man sich überlegen, ob man das hier hinten noch anders baut. Ein bisschen massiver. Dann geht es halt bis hier runter. Aber gut, ist finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das wäre dann irgendwie so vielleicht. Die Schmiede ist jetzt auch so ein Ort geworden, an dem jetzt ist natürlich Nacht und alle schlafen. Jetzt können wir uns in Ruhe anschauen. Das ist auch so ein Ort geworden, da gebe ich auch gerne hin. Na, ich stelle mir vor, hier stehen so die Schmiede, mit denen ich immer wieder meine Geschäfte mache. Und da kann man dann auch sein Schwert schleifen. Ah, mit Blick zum Fischer runter. Es ist ein idyllischer Ort, muss ich sagen. Wir haben fast alle Schwerter beieinander. Ich gehe jetzt noch die letzten Schwerter kaufen. Dafür müssen wir nochmal Steuern schauen in unserem neuen Rathaus. Auch so gut. Oh, ich bin wirklich zufrieden mit dem Dorf. Es wird immer und immer schöner. Was haltet ihr vom Dorf? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. So, hallo im Rathaus. Wir haben wieder die 30 Dorfbewohner. Und mit so vielen Dorfbewohnern kassiert man einfach so viele Steuern. Aber man kann nichts sagen. Wir investieren sie wirklich, wirklich gut ins Dorf. Ich habe die Steuern wieder aufgeteilt. Das heißt, wir können wieder 42 in Schwerter investieren. Sehr gut. Die Steuer bringen wir gleich dem König danach. Jetzt kümmern wir uns erst um die Schwerter. Dann holen wir die Steuern für den König. Wir machen das wirklich gut. Und alle sind sie wieder an der Arbeit. Der weiß noch nicht ganz, die zwei wissen noch nicht so ganz, wo ihre Arbeitsblöcke sind, ha? Ja, ja. Ist auch gar nicht so leicht hier. 1, 2, 3. Herzlichen Dank für die guten Schwerter. Der verkauft Schwerter für 17 mit Sharpness 2. Oh, weia. Ich weiß, was der König demnächst von uns haben will. Du machst die besseren Schwerter, aber verrat's nicht deinem Kollegen. 1 Dutzend Schwerter im Inventar. Jetzt noch schnell die Steuern einsammeln. Boah, kassiert der gut. Und die Stadt ist arm. Bin ich reicher wie die Stadt. Naja. Und alles rauf in den Briefkasten. Hebel ist oben. Ich habe den vergessen runterzumachen, wie immer. Wir haben Post. Hilfe von Opa Kroko. Was könnte Opa Kroko jetzt von uns wollen? Servus Kroko. Es ist etwas Schreckliches passiert. Banditen haben die Farm eingenommen. Ich weiß nicht mal, ob meine Arbeiter noch am Leben sind. Wir müssen unbedingt die Farm befreien. Wenn ich jetzt so schaue, sehe ich erstmal nichts. Oder etwa doch. Da ist schon ein Räuber bei der Mühle, aber den könnte ich ja easy ausschalten. Da scheinen dann deutlich mehr zu... Wie viele sind da? Und was machen die da? Die Frage ist auch, wie nah kann ich ran, ohne dass sie mich entdecken? Wenn ich mich hier über den Wald ranschleiche und mal von dort schaue oder vielleicht von oberhalb, das sollten wir tun. Wichtig wäre auf alle Fälle, dass sie uns nicht entdecken. Einmal durch den Fluss auf der anderen Seite und hier sehen wir schon, es sind vor allem 2 Magier. Okay, wir gehen doch in den Wald. Ein bisschen vorsichtig sollten wir auch im Wald sein, nicht, dass hier sich auch noch wer herumtreibt. Ich sehe mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Magier. Der wirkt ein bisschen so, als hätte er uns entdeckt. Weil ist der eigentlich noch weit weg. Ich möchte noch einen besseren Blick drauf bekommen. Wir gehen dort oben in den Wald rein. Okay, also es sind deutlich mehr wie gedacht. Da ist ein Zauberer. 2, 3, 4, 5. 5 Zauberer, wenn nicht sogar 6. Outer Vindicator. Räuber. Ganz zu schweigen von dem Biest, das da unten steht.
Oh, sogar zwei Biester. Deutlich mehr wie zwei Biester. Okay, ich glaube, es hat sich gezeigt, hier sind sehr, 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 sehr viele Räuber. So, jetzt bin ich durch die Bärenfelder und versuche mich hier oben wieder aus dem Dorf rauszuschleichen, ohne dass der mich hier sieht. Also meine kleine Spähtour hat gezeigt, es sind sehr, sehr viele Räuber da drinnen. Die sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also wir müssen uns da gut vorbereiten, wenn wir die Farm heute einnehmen wollen. Und vielleicht können wir uns ja auch an den König wenden. Irgendwann muss der ja auch mal Truppen schicken. Ah, Post hätten wir. Oh, was haben wir? Auftrag des Königs und ein Paket vom König. Na, schauen wir doch mal an. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Der König unterstützt euch in eurem Vorhaben, die Farm eures Opas zurückzuerobern und wird weitere Truppen schicken. Bis diese bei euch eintreffen, erstellt doch bitte 4 Elite-Truppen. Der König hat euch die Steuereinheiten bereits zukommen lassen. Außerdem mangelt es noch an Bögen. Erstellt bitte noch ein 50 bis zum Eintreffen der Truppen. Ihr hört von mir, der Bote. Der König will mich unterstützen? Ich soll 4 Elite-Truppen machen? Dafür sind natürlich die Steuerelemente hier. Das heißt, 4 wunderbare Golems. Das sollten wir hinkriegen. Mir ist noch was anderes eingefallen. Wenn die Farm so stark besetzt ist, sollten wir vielleicht einen Notfallplan haben, falls wir angegriffen werden? Ich befürchte nämlich, dass sie früher oder später hier anrücken. Und wie wäre es, wenn wir dann einfach die Brücke anzünden? Nur für den Fall, dann kommen sie nicht mehr rein. Ich meine, wir können immer noch über den Osten fliehen, wenn es ist. Und das Ostdorf ist ja auch nicht besetzt. Dann könnten wir mit geballter Macht von Osten und Bergen zuschlagen. Ich glaube, ich bereite mal ein Feuerzeug zur Sicherheit vor und lege das hier hin. Ist schon wieder Versammlungszeit bei den Dorfbewohnern? Scheint wohl so. Wir brauchen ein Eisen und ein Flint. Es ist alles da für ein Feuerzeug. Habe ich vielleicht noch irgendwo ein ganzes Feuerzeug? Nein, habe ich auch noch nie gebraucht, glaube ich. Dann bringen wir hier mal die Notfallkiste an. Feuerzeug rein. Man weiß ja nie, ob und wann wir das brauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Dorf möchte ich ungern verlieren. Hier hängt schon viel Arbeit dran und viel Liebe. Auch die einzelnen Dorfbewohner habe ich alle echt lieb gewonnen. Es wird gerade eh Nacht, begeben wir uns in unser Zuhause zurück. Schauen wir uns an, welche Aufgaben uns morgen erwarten. Die 4 Elite-Truppen. Oh, eine Bognerwerkstatt? Natürlich, klar. Und 6 Bögen vom Bogner. Das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Einen wunderschönen guten Morgen im Bergdorf. Wir werden uns dran machen, einen geeigneten Platz für die Bognerhütte zu finden. Und ich glaube, ich weiß auch schon genau wo. Oberhalb, wo noch sehr wenig los ist. Bevor ich mich jetzt daran setze, den Bogner zu bauen, schauen wir, ob wir erste Eiseningots kaufen können, um unsere Elite-Truppen zu produzieren. Dafür schaue ich mal hier. 8 Stück hätten wir noch, aber Emeralds habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so viele. Bei mir daheim habe ich noch 16 Stück. Okay, die könnte man schon mal investieren. Ihr merkt schon, ich investiere auch mein privates Vermögen jetzt. Dieses Dorf darf nicht fallen und die Farm muss zurückerobert werden. Dann springen wir mal geschwind ins Rathaus. 30 Dorfbewohner. Ich dachte, wir hatten ein Kind. Aber wahrscheinlich haben wir schon wieder einen verloren. Oh, neue Steuereinnahmen. 6 gehen in meine Kasse, 9 an den König und der Rest war fürs Dorf. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal schauen, dass ich von dem Geld von mir und vom Dorf genug Eisen kaufe für die Golems. Dafür suchen wir natürlich den Minenarbeiter in seiner Mine auf und meines Wissens war der hier derjenige, der uns Eisen verkauft hatte. Nicht du, dein Kollege hier unten. Ich glaube, das war der gute Preis. Für 4 Golems brauchen wir insgesamt wie viel Eisen? 4 mal 9 ist 36, 36 Eisen wäre ein Golem. Und 36 mal 4 wären 144. Kann das stimmen? 144. 104? Ah, es reicht nicht ganz. Wir haben alles verballert, wir kommen wieder. Oh, es fehlt tatsächlich nicht viel, nur noch 7 Eisen-Ingots. Nice, noch einmal Steuern kassieren, dann hätten wir die Aufgabe auch geschafft. Ich packe mal alles für die Aufgabe hier rein. Ich nehme Materialien mit und wir schauen uns an, wo wir die Schießanlage hinbauen. Habe ich vergessen, den Hebel runterzumachen oder haben wir eine neue Nachricht? Ich habe vergessen, den Hebel runterzumachen. Dort in dem Schneegebiet würde ich gerne den Bogner hinbauen, aber vielleicht hole ich sogar ein bisschen Erde dann hier oben. Guten Morgen mal wieder. Schaut euch diesen wunderbaren, kleinen, feinen Bogner, die feine Schießanlage, wie auch immer ihr sie nennen wollt, schaut es euch an. Ich bin happy. Hier drin kann er arbeiten, da hat er seinen Bognertisch, noch einen Arbeitstisch.
Stauraum und kann immer hier nach draußen treten und seine Schießübungen machen und schauen, ob seine Bögen auch wirklich einwandfrei funktionieren. Es ist im ganzen Dorf, ist alles so schnuckelig und gemütlich und passt einfach. Und wir haben auch schon einen Bogner. Der ist nur jetzt in irgendeinem Haus schlafen gegangen, aber er wird, wenn die Arbeitszeit anbricht, sicher zu uns heraufmarschieren. Nachdem wir den Bogner jetzt gebaut haben, möchte ich ein weiteres Mal euch einen kleinen Überblick übers Dorf geben und suche mir dafür mal eine geeignete Stelle aus. Schaut euch mal an, was wir an Gebäuden alles haben. Wir haben die unzähligen Wohnhäuser hier mit meinem eigenen Wohnhaus. Wir haben die Metzgerei, wir haben den Markt, wir haben den Pferdestall, wir haben die zwei Schmieden, wir haben den Bogner jetzt hier oben, wir haben das Rathaus, wir haben das Lager, wir haben das Silo und wir haben die Fischerhütte hier unten. Alles in allem sehr viele kleine, feine Gebäude. Also das Dorf hat wirklich, ja, alles hat's nicht, aber vieles, was das Herz begehrt. Nachdem ich bei dem Bogner aber auch noch 6 Bögen auftreiben muss, bevor die Elite-Truppen die Truppen des Königs eintreffen, ich hab's mir fast gedacht, sollte ich schleunigst schauen, dass ich ein bisschen Bäume anpflanze, denn Holz kann ich ja aktuell bei den Holzfällern schlecht kaufen, weil auch die von den Räubern überrannt sind. Wir brauchen die Truppen des Königs dringend, damit wir die Situation hier wieder in den Griff kriegen, weil so wie es aktuell ist, ist es ein bisschen bedrückend. Ja, ich weiß, du hast keine Angst, weil die dicken Eisendudes rumlaufen. Recht hast du. Da sind sie, meine Setzlinge. Knochenmehl haben wir auch noch ein bisschen. Und ich pflanze mal oben ein paar Bäume an, um Sticks draus zu machen, um zu handeln. Einen wunderschönen guten Tag, der Beste. Ja, ich habe noch ein bisschen Holz da. Ich verwandle davon gleich mal was in Sticks. Und wir machen den Deal meines Lebens. Und ich hoffe, dass er auch einfach Bögen jetzt verkauft. Ja! Oh, die sind gar nicht so teuer. Dafür müssen wir 6 Stück anschaffen. 1, 2, 3. Oh, wir dürfen noch mehr, wir dürfen noch mehr. Bis mir das Geld ausgeht, sehe ich schon. 4, 5 und 6. Wir haben eine Aufgabe erledigt. Noch nicht. Warte, wir haben die Aufgabe gleich erledigt. Yes! Eine Aufgabe haben wir schon mal erledigt. 6 Bögen für den König. Da kann ich mir das Bäumepflanzen sparen. Das Holz hat gereicht. Sehr, sehr cool. Dann kümmern wir uns jetzt ganz flink um die Elite-Truppen. Dafür müssen wir noch einmal an die Steuerkiste. Immer noch 30 Dorfbewohner. Sehr, sehr gut. 30 ans Dorf, 12 an mich, 18 an den König. Die geben wir ihm auch gleich. Die 5 waren noch meine. Und ich glaube, das sollte überall hin reichen, dass wir jetzt genug Elite-Truppen zusammenbekommen. Da bin ich wieder, mein Bester. Ja, 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 ja. Ja, ich kaufe ein bisschen mehr. Dankeschön. Gehen wir Elite-Truppen vorbereiten. 16 Blöcke, zack, in mein Paket vom König. Das ist jetzt das Paket an den König. Und damit ist auch diese Aufgabe abgeschlossen. Perfekt, ich leg das da so selbstverständlich rein. Was ist denn das? Ein neuer Auftrag des Königs? Nehmt euch in Acht, Crocodile Andy. Die Truppen des Königs sind in einen Hinterhalt geraten und wurden bis auf den letzten Mann ausgelöscht. Ihr seid nun auf euch allein gestellt. Wir werden versuchen, weitere Truppen auszuheben, aber das wird eine Weile dauern. Bis dahin haltet die Stellung der Boote. Na super. Heißt das jetzt, ich muss mir irgendwie... Oh, ich dachte, ich krieg Truppen. Jetzt muss ich auch noch schauen, was ist da los? Oh weia, oh weia, oh weia, ich hab's euch gesagt, ich wusste genau, warum wir das tun. Ich wusste genau, warum wir das tun. Nein, kein Ravager hier im Dorf. Kein Ravager, oh, gleich 2. Ja, es sind so viele immer noch. Es sind so viele. Wo ist mein Golem hin? Okay, ein Ravager ist down. Ein Golem hat's erwähnt. Oh, ich brauche ein Schild, ich habe nicht mal ein Schild. Ich kann sie doch nicht ins Dorf locken. Ich brauche noch einen Golem-Freund. Golems! Ich lock ihn zum Golem. Komm, komm. Und wie du dran glauben wirst. Gott sei Dank. Komm, wir schalten sie. Jetzt. Oh, brauchen Opas Bogen. Ich meine, sie haben mich überrascht. Definitiv. Ich war vorbereitet. Aber es hat nicht ausgereicht. Ich glaube, irgendwer träumt sich da im Dorf rum. Da oben ist noch ein Golem, Gott sei Dank. Ich glaube, fast hier ist niemand mehr. Gott sei Dank war es Nacht, da sind die meisten von meinen Leuten irgendwo drinnen. Die Verbindung wäre hoffentlich weitestgehend gekappt. Dann kommt mir hier schon mal niemand mehr rein. Also den Überraschungsangriff habe ich knapp abgewehrt, aber eigentlich nur dank meiner Eisendudes. Ah! Mistviech. Ich habe ein bisschen die Gegend durchforstet. Schaut so aus, als wären wir jetzt hier von der Seite mal sicher soweit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Es kommt keine Unterstützung vom König. Wir konnten dort oben gerade so die Verbindung kappen. Da fällt mir jetzt auch gerade eine Sache ein.
War da nicht sogar ein Auftrag im Königsbuch? Genau, es gab nämlich noch eine Aufgabe. Haltet die Stellung. Okay, das werden wir ja wohl mal tun. Ein Raid? Wer? Ich dachte, ich habe über die Brücke die abgewehrt. Wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Da oben sind sie. Ich treffe nicht mal mehr. Die kommen über die Berge. Ja, der geht auf die Dorfbewohner. Das würde dir so passen. Okay, die erste Welle wäre verteidigt. Aber wie viele Wellen gibt's? Golems, macht euch bereit. Und Dorfbewohner in die Häuser, Sabralot. Damit hast du nicht gerechnet. Kommen hier. Oh, dickes Biest. Auf die Nase. Komm, wir machen es gemeinsam. Yes! Gar nicht erst bis hierher gekommen. Den hast du wieder. Fantastisch. Ein bisschen schützt uns der Berg. Doch, ich glaube, die haben die Umgebung ein bisschen unterschätzt, die Räuber. Du Jungs, komm mit! Sie sind auf der anderen Seite. Das sollten auch noch Golems sein. Auf euch sollte ich meine Pfeile nicht verschwenden. Auf dich hingegen schon. Oh! Golems, ich brauche Hilfe. Kannst du mir kurz zur Hilfe eilen? Ich habe echt wenig Leben. Danke. Bloß nicht treffen. Der steht vor... Oh, jetzt habe ich echt wenig Leben. Flucht im Slalom. Die Treppen runter, damit rechnen sie nicht. Boah, knappe Geschichte. Noch lebe ich. Bleibt in den Häusern. Ich habe nur noch 17 Pfeile. Da war ein Zauberer auf diesem Mistviech. Ja, den hätte ich. Jetzt noch das dicke Ding auf die Schnauze. Und dann schnappen wir den Rest. Ey, wieso hast du schneller gehauen wie ich? Boah, letzter Schuss. Da ist noch so ein Zauberer. Wie viele Pfeile habe ich noch? 4. Da ist mein fehlgeschlagener Pfeil. Den sammeln wir ein. Oh, der hat schon wieder eine ganze Meute Wechsel losgelassen. Da bist du. Oh, noch einmal. Geschichte. Okay, die Hexe haben wir. Schnell. Den kriegen wir auch noch. Ich habe keine Leben mehr. Weg. Uiuiui. War's das? Ja. Wir haben gewonnen. Yay. Party, Jungs. Oh, wir haben diesen Angriff abgewehrt. Ich hätte es ja echt fast nicht geglaubt. Aber wir haben alle Golems eingebüßt. Auch wenn jetzt ein paar draußen waren zum Feiern, jetzt ist erstmal Schlafen angesagt und dieses Bett ist leer. Wisst ihr, was es heißt, wenn ein Bett leer ist? Wir haben Verluste zu beklagen. Schauen wir erstmal, dass es nächster Tag wird. Einen guten Morgen allerseits. Das Dorf ist einfach so viel leerer geworden. Oh nein. Jetzt schauen wir mal, dass auch wirklich alle weg sind und nicht irgendwie von irgendeiner Ecke wieder neue hereinkommen. Das wäre mir jetzt echt nicht recht. Der Kollege ist nicht so gefährlich. Der Briefkasten ist oben. Wie geht das bitte? Post für Kroko von Räuberhauptmann Basti? Wie dreist einfach noch beim Überfall einen Brief dazulassen? Kroko, du hast meine Männer ein weiteres Mal zurückgeschlagen. Dafür hast du meine Anerkennung. Ich lasse dich mal deine Wunden lecken und wir sehen uns dann auf der Farm deines Opas. Die Schweine schmecken im Übrigen wunderbar, Räuberhauptmann Basti. Was ist denn das für ein Fiesling? Die Schweine schmecken im Übrigen wunderbar. Ist er die Schweine meines Opas auf der Farm auf? Natürlich tut er das. Wir müssen unbedingt die Farm zurückerobern, aber wir lassen uns nicht provozieren. Der will uns sicher zu einer unüberlegten Tat raten. Das tun wir nicht. Wir überlegen uns genau, wie wir die Farm zurückerobern. Zuallererst möchte ich aber eine Sache machen, die ich irgendwie auch nicht machen möchte. Wie viele Dorfbewohner haben wir noch? Boah, ist das bitter. 17 Bewohner hat uns der Überfall gekostet. Aber weil die auch nicht in ihren Häusern drin geblieben sind. Wenn die in den Häusern geblieben wären... Leute, ich kann euch nicht alle beschützen. Ja, ich bin auch traurig. Wirklich. Gut, wir brauchen uns nicht aufregen. Wir können es nicht mehr ändern. Es ist tragisch, aber wir haben eine andere Priorität. Wunden lecken, dafür ist tatsächlich keine Zeit, auch wenn der Basti das wollte von uns. Was wir machen, ist zur Farm schauen. Ich brauche einen Plan, aber was ist das? Da ist wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Message vom Räuber. So, düdelü, kannst du ja mal vorbeikommen und so. Einen Auftrag des Königs? Ach, der Bote kommt nicht über die kaputte Brücke. Okay, wir haben Nachricht vom König. Das ist ja zum Teil schon mal nicht schlecht. Und wir haben Geheimtechnik. Was genau möchte er jetzt von uns haben? Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Einige Truppen konnte der König bereits ausheben. Damit wir euch zu Hilfe eilen können, solltet ihr die Brücke zur Farm wieder aufbauen. Vielleicht findet ihr ja eine Möglichkeit, euch trotzdem vor den Feinden zu schützen.
Der König empfiehlt euch, zur Sicherheit einen Fluchttunnel zu bauen, durch den ihr das Dorf jederzeit heimlich verlassen könnt. Hört von mir, der Bote. Es ist schon wieder Creeper-Angriff hier. Was soll denn das? Eieiei, also der König möchte ja anscheinend, dass wir einen Fluchttunnel graben. Dafür ist wahrscheinlich die Geheimtechnik hier gedacht. Schauen wir uns doch mal direkt an, welche Aufgaben wir konkret bekommen haben. Repariert die Brücke, baut einen Fluchttunnel. Okay, zwei klare Aufgaben und wir fangen natürlich mit dem Reparieren der Brücke an, würde ich sagen, dass wir das hinbekommen. Und er hatte noch irgendwas geschrieben, wir sollen schauen, ob wir nicht auch irgendwie die so bauen können, dass wir trotzdem sicher sind vor Feinden. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich muss mal schauen, ob ich die umgesetzt bekomme. Wir brauchen in erster Linie dafür mal eine Menge Holz zu reparieren. Und unsere Geheimtechnik hier brauchen wir nachher. Okay, ich bin wirklich gespannt, ob mir die Holzmenge reicht. Ich befürchte fast nicht. Wir reparieren zuallererst mal den Teil hier. Dann kümmere ich mich direkt um die andere Seite. Die Geländer baue ich nachher komplett hin. Ah, okay. Hier fehlen uns immerhin keine ganzen Holzstämme, sondern nur Blöcke und Treppen. Das bauen wir weg. Und dann mache ich hier auch noch ein Geländer. Bis hierhin. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ich glaube, bis ganz. Ja, wir können es auch bis hier vorziehen. Und dann habe ich was Wichtiges für die Mitte geplant. Vielleicht irgendwo hier in dem Bereich. Meine Überlegung wäre hier nämlich, eine Art Falltür mit reinzubauen. Und zwar so. Jetzt ist der Weg ja vollgegeben. Ich kann aber einfach das runterklappen und schon kommen die Pillager nicht mehr rein. Ich hätte es jetzt gerne so gehabt. Und dann fehlen hier noch zwei. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt echt Fichtenholz holen, auch wenn ich das für keine so smarte Idee halte. Aber fürs Bauen tun wir alles und wir schleichen uns oben durch die Berge. Da unten hausen nämlich die Pillager und wir versuchen hier oben rumzukommen. Da seht ihr diese Biester umeinander laufen, ey. Ah, wir kommen, wir holen die Farm heute noch und wie wir sie befreien. Vom Style hat sich nicht viel verändert. Ich habe die alte Brücke wieder aufgebaut und habe hier jetzt nur dieses Element hier reingebaut. Und ich finde das eigentlich schon ziemlich gut und hilfreich. Damit kann ich jetzt ganz, ganz einfach Pillager davon hindern, hier rüber zu laufen. Ob Biester noch drüber können, weiß ich nicht. Ich glaube es fast. Aber das Risiko würde ich jetzt mal eingehen. Die hauen wir im Zweifel um. Wir sind schließlich Biester-Killer, lief ja beim letzten Mal auch ganz klasse. Jedes Mal vergesse ich, diesen Hebel runterzumachen. So, jetzt ist er unten, Briefkasten ist leer und wir widmen uns der nächsten Aufgabe und die wäre das Fluchttunnel. Es sind immer noch Dorfbewohner hier, die es zu schützen gilt. Für die bauen wir einen Fluchttunnel. Wenn wir es vorher schon gehabt hätten, hätte ich alle über das Fluchttunnel nach draußen bringen können bei dem Angriff. Jetzt machen wir es besser spät als nie. Und es ist ja logisch, dass ich sie hier reinbaue. Es bietet sich einfach so wunderbar an. Und ich würde sie tatsächlich gerne hier reinbauen. Da haben wir nämlich, da können wir die einfachste Technik von allen anwenden. So, das wird die Technik werden. Und wir brauchen nur noch einen Knopf. Den bringen wir wahrscheinlich auch einfach hier an. Wir müssen ihn nur so anbringen, dass wir ihn von hier drücken können. Vielleicht wäre es sogar ganz cool, wenn wir ihn hier oben anbringen. Dann können wir ihn drücken, die gehen auf und wir gehen rein. Das muss eine schnelle Geschichte sein. Und dann kann ich mich nämlich hier hinstellen, Knopf drücken, Dorfbewohner durch, Knopf drücken, Dorfbewohner durch und so. Und dann gehe ich und Tür hinter uns verschlossen. Und für die Pillager ist nur das zu sehen. Ja, perfekt. Und die Technik sollte auch super simpel sein. Wir brauchen eigentlich jetzt erstmal hier nur eine Fackel. Dann sind schon mal beide Pistons bepowert und hier wäre zu. Und jetzt müssen wir die Fackel nur noch ansteuern durch Redstone. Das hier ist exakt die Stelle, wo ich hin wollte. Block und Knopf. Und jetzt von oben die Redstone-Leitung drauf. Perfekt. Wichtig ist natürlich, dass ich von hier unten auch noch die Tür aufmachen kann, wenn ich dann hier in dem Gang bin. Wir machen uns natürlich hier auch einen Fluchttunnel gleich. Und ich möchte hier dann die Redstone-Leitung haben, dass ich auch von der anderen Seite wieder zurückkommen würde und mich so natürlich auch ins Dorf hineinschleichen kann. Fertig. Man sieht nichts, aber es ist trotzdem da. Perfekt. Und jetzt buddeln wir so lange in diese Richtung, bis wir irgendwann aus dem Bergmassiv rauskommen. Mitten im Pulverschnee? Nur mäßig gut. Wir müssen natürlich schauen, dass wir keinen Pulverschnee hier haben, dass die Dorfbewohner im Zweifel hier auch nicht direkt alle draufgehen. Andererseits reicht uns ja auch ein geheimer Pfad durch diesen Pulverschnee durch. Alle Verfolger versinken weiterhin und wir laufen auf dem sicheren Pfad. Das heißt, ich hole jetzt den Schnee, den ich bei mir im Lager habe. Ich glaube, ich habe noch Schnee.
Es ist wirklich schwierig, den zu finden. Ich kenne den Weg. Ich weiß, wo ich nicht versinke. Hier ist gerade irgendwo ein Creeper neben mir versunken. Wir müssen auf dem Weg hier bleiben. Weil rechts und links versinken wir. Und dann kommen wir bis hier rauf. Und da ist die Öffnung. Rein da. Und hinter uns ist zu. Perfekt. So kommen wir jetzt auch ungesehen rein ins Dorf. Nicht nur raus. Nicht, dass ich es bisher nötig hatte, aber man weiß ja nie. Ich flitze mal schnell ins Rathaus, denn auch wenn wir Probleme haben, und wir haben einen Dorfbewohner mehr, nice, müssen wir die Steuern weiterhin zahlen und auch schauen, dass der König an seinen Zeug rang. Wir haben wohl schon eine Weile nicht mehr abgehoben. 24 an mich und 36 an den König. Dann können wir dem König, komm, der kriegt einen ganzen Stack von uns. Dass der schaut, dass er seine Truppen wieder auf Vordermann kriegt. Wir brauchen schließlich Unterstützung. Der Hebel ist oben. Den haben wir aber diesmal wirklich runtergemacht. Und schau an. Post für Groko von Opa. Oh, ich bin gespannt, was Opa jetzt sagt. Von dem habe ich eine Weile wieder nichts gehört. Servus, Groko. Ich konnte einige Männer zusammentrommeln, mit denen wir die Farm zurückerobern wollen. Dein Vetter Lars ist ebenfalls dabei. Wir haben dir auch eine gescheite Kampfrüstung machen lassen. Feinstes Netherite. Du kannst deine also im Dorf lassen. Bring aber dein Schwert mit. Wir treffen uns im Ostdorf. Sobald du da bist, rücken wir aus. Bis gleich. Dein Opa. Aufgabe Treffen im Ostdorf? Das hört sich doch gut an. Und habe ich das richtig verstanden? Ein Vetter, Schreibfehler. Mein Vetter Lars ist ebenfalls dabei und wir bekommen eine gescheite Kampfrüstung? Da sind ein paar mehr Schreibfehler drin. Schreibfehler sind eigentlich nicht so ganz Opas Dings. Wundert mich ein bisschen, aber ich vermute mal, er hat ein bisschen in Eile geschrieben. Und er hat geschrieben, ich soll mein Schwert mitbringen. Alles klar, ich kämpfe gar nicht mit Schwert, ich kämpfe mit Axt. Auch das sollte er eigentlich wissen, aber gut. Manchmal ist der Gute wahrscheinlich ein bisschen durch den Wind. Ich bringe mal schnell alles weg, was ich nicht unbedingt für den Kampf brauche. Und wir legen auch die Rüstung ab, wenn wir die neue jetzt gleich bekommen. Weg, weg, weg. Bogen nehmen wir, würde ich sagen, schon mit. Wir haben zwar nur einen Pfeil, aber vielleicht hat der Opa mehr. Die Post packen wir raus. Feuerzeug brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, dunkler Essen, Schaufel auch nicht, Spitzhacke würde ich tatsächlich auch darauf verzichten. Anna, wir reiten. Auf ins Ostdorf und dann weiter zur Farm. Endlich erobern wir sie zurück. Hallo, hallo, da bin ich schon. Opa? Kein Opa. Opa, wahrscheinlich oben am Markt. Oh, ein Ausrufezeichen. Irgendwie waren doch hier früher mal ein paar mehr Eisenkohle. Was war hier? Hier ist niemand. Also ich meine mit niemand meine ich, ich meine, dass Opa nicht da ist, okay, ist eine Sache. Aber es ist niemand da. Alle sind... Oh, weia, was ist hier passiert? Warum habe ich hier eine Nachricht? Ich hätte nie gedacht, dass du so einfach in eine Falle zu locken bist. Eine Falle? Welche Falle? Ach du Schande. Oh, ja, nein, wir müssen los, Jana, schnell. Boah, komm, Richtung Bergdorf davon. Nein, da ist noch einer. Oh, da ganz viele. Jana, lauf. Nein, da kommen wir zu den Holzfällern. Ah, Jana, wir haben keine Leben mehr. Jana, wir müssen uns beeilen. Jana, schnell. Du musst nicht stehen bleiben, Jana. Ich habe keine Rüstung. Wen abgehängt? Nein, ich muss nicht unbedingt heilen. Die Hoffnung, dass der gute Opa mit uns gegen die Farm kämpft, die Farm befreit, ist ja wohl dahin. Das war ein mieser Hinterhalt. Ey, dieser Räuberhauptmann Basti ist mit allen Wassern gewaschen. Glaube, wir müssen wohl jetzt doch auf die königlichen Truppen hoffen oder einen Alleingang machen. Mein Vorschlag, wir düsen ins Bergdorf zurück und dann schauen wir weiter. Zum Glück haben sie nicht den Pass hier besetzt, um meinen Rückweg irgendwie abzuschneiden. So smart waren sie dann doch nicht. Was zur Hölle ist das? Sie haben mich aus dem Bergdorf gelockt. Erna! Das ganze Bergdorf! Oh nein! Schaut mal, wie viele Soldaten da unten rumlaufen. Erna, ich glaube, wir müssen... Ich weiß nicht weiter, Erna. Wir flüchten. Ist das nun das Ende vom Bergdorf? Und wird die Farm vom Opa nie wieder befreit werden? Gehören die ganzen Lande nun dem Räuberhauptmann Basti? Oder werden der König und Crocodile Andy eine Lösung finden, das Land vom Bösen zu befreien? Wir werden es erfahren. Seid gespannt.